Schönen guten Abend wünsche ich. Hallo Mojo, ja, wir fangen sofort an. Und Hallöchen Linnea, schön, dass du auch da bist. Gib mir noch eine Sekunde. Oh, wieder eingerichtet hier. Simp, simp, simp. So. Wo waren wir beim letzten Mal stehen geblieben? Auf einer verlassenen Insel. Bestimmt verlassen. Wo nur wilde Tiere herrschen, die mich alle essen wollen. Essen, vergiften, töten. Wie immer das Übliche, ne? So. So, ihr braucht ja noch einen Lichtmoment. Sofort. Ah, so ist besser. Okay. Sorry, wenn ich wieder irgendwo rankomme. Ich mümmel hier noch ein bisschen im Hintergrund durch die Gegend. Ah, ist die Erde so ein bisschen umgestellt von vorhin hier? Ja. Okay, seid ihr bereit für ein bisschen fortsetzen? Sorry. Sorry. Wahrscheinlich auch der Quicksave gewesen, ne? Zuletzt. Ja, da, hallo, hallo. Okay. Mir ist eingefallen, ich könnte einfach mal ein bisschen mehr mit der Karte spielen. Und da ist auch ein X vorne, okay. Ich weiß gar nicht, warum ich die Karte ignoriert hatte. Bin nochmal kurz AFK. Na klar, na klar. Ich hoffe, du bist ganz entspannt, gehst auf Toilette, hast was zu trinken, was zu essen da. Dass ihr mir ja bloß gut verpflegt seid. Ich habe nicht vergessen, das Mikro ein bisschen näher ranzumachen oder so. Nein, gar nicht. Ach, das kleine Blatt ist so süß. Was ist das eigentlich? Anderes links? Sieht wichtig aus. Aha. Es ist wichtig. Was ist das? Für einen japanischen Torpedo. Eine Zündvorrichtung. Die will ich doch aber hier bestimmt nicht reinstecken. Für ein Torpedo. Lexi, hallöchen. Was machen denn diese Totems da drüben? Ja, was machen sie da? Was machen sie da? Kann man sich die Karte... Da oben! Seht ihr das? Ganz, ganz oben am Bildschirmrand? Da blinkt was. Das X markiert die Stelle. Oh, muss ich nochmal schwimmen gehen oder was? Ich bin doch schon halb tot wieder. Warte mal. Hallöche Blüschischieb. Na du? Hallo, hallo. Ich war dann doch heute ein bisschen überrascht, du. Ein bisschen. Ist das da im Berg? Auf dem Berg? Hinter dem Berg? Geht so eine Spitze nach vorne. Das ist bestimmt dahinter, ne? Der hat dich überrascht. Na du, dass du bei dem Raid dabei warst. Und so. Nur dezent überrascht. Na dann, auf geht's. Baden. Nach Baden, Baden. Oh nö, nicht. Geh ich nochmal runter? Oh Gott. Der isst mich einfach auf. Kann ich die nicht irgendwie da... Kann ich die nicht abschießen? Ich habe einen Raid dabei. Da, wo du Mod bist? Hat er nicht mitgekriegt. Hat er wirklich nicht mitbekommen. Okay. Nee, warte, das ist jetzt da drüben. Wieso ist das jetzt da drüben? Ach, da vorne. Ah, nein. Oh, nein. Der isst mich auf. Der isst mich bestimmt auf. Ist da nicht, ist da nicht. Ich lebe noch. Ach ja, nee, da muss ich fix weg. Ist okay. Flicky, Flack, Hallöchen. Da vorne liegt was. Guck mal, da liegt wirklich was. Habe ich nicht gesehen beim letzten Mal. Gegangen bin ich da einfach nach Hause gegangen. Und nu? Auf der anderen Seite ist ein Loch. Sollen wir das Ding einfach ins Loch stecken? Ein Torpedo. Und immer noch in gutem Zustand. Was hat er mit dem dicken Ding vor? Dieser Torpedo benötigt einen Zünder.
Muss er wissen, was er da vorhat. Muss er wissen. Ich meine, Pascal ist auch mal bei Nymion. Ja, ja, doch, 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 doch. Durch den kennst du mich. Ja, eben. Das ist, hätte ich aber nicht gedacht, diesen Zusammenhang irgendwie zu knüpfen und so. Das Schiff springt, ja, warum das arme Schiff? Ich richte diesen Blechfisch nur noch etwas aus. Den Blechfisch, hm? Kann ich vielleicht die Tiere töten? Hm. Das sollte klappen. Ja, wenn wir halt durch die Tür nicht reinkommen, dann eben so, okay. Ist dein bester Freund und ehemaliger Mitbewohner. Ach, ist ja witzig. Ist ja witzig. Finde ich witzig. Finde ich gut. Ich mag das immer. Das switcht doch. Das sag ich doch. Ja, ist mir schon klar. Ist mir schon klar. Aber ist ja witzig, trotz allem. Meint ihr, die sehen mich nicht, wenn ich ganz, ganz weit unten auf dem Boden lang schwimme? Schnell, jetzt schnell. Oh mein Gott. Los. Ah, nein. 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 Au. 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 Oh, nö, nö, nö. Nein. Nein, 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 nein. 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 Dreh doch. Wieso dreht er nicht bei? Wieso will er da nicht raus? Oh, atmen. So, jetzt wieder runter. Weiter essen lassen. Das hat eine ganz dumme Idee. Ah, nee, alles gut. Alles gut. Ich wollte nur noch dreimal nachfragen und so, weil ich es witzig finde. Die Cash auf dem Boden. Na gut, das muss ich einstecken. Das ist mir gerade so egal, wo hier Schätze liegen, ne? Aha, alles gut, alles gut. Aber häng halt einfach in der Wand fest. Ist okay. Die Fische warten auch, bis du dann irgendwann tot bist. Das ist völlig in Ordnung. Da ging es halt auch nochmal rum, ne? Ach, das sieht wichtig aus. Das sieht wichtig aus. Ich hätte vorher vielleicht atmen sollen. Jetzt hänge ich einfach nur fest hier. Mit den ganzen blöden Fischen. Knappe Kiste. Mhm, danke. Ja, werde ich doch. In die... Na, noch nicht. Hier wird der Teufel nicht jetzt angemalt, erst später. Hat er sich gerade selbst wehgetan? Ein Hammer. Ja, okay, wir haben Hammer, wir haben Hammer. Ich jetzt hammer geil, aber. Wir pumpen ihn jetzt einfach voll mit allem, was wir haben. Ach, vier große noch. Vier große noch. Ziemlich schön. Geh doch runter. Nur ein Fisch weniger. Ich mach Sushi aus dir. Komm her. Einfach Sushi aus denen. Das ist auch gut. Ob ich gegen den Hai auch gewinnen kann? Ha. Naja, so ist schon mal ein bisschen besser. Haben wir die ganzen Fische einkassiert? Und die ganzen Verletzungen. Oh, da ist schon wieder einer. Hm. Ah? Na, komm her. Ah, so. Die Fische neu spawnen. Ah, bitte nicht, bitte nicht. Vor allem spawnen finde ich auch gut. Gut. Die spawnen. Nee, nein, nicht festhängen, nicht festhängen, nicht festhängen. Oh, festhängen gar nicht richtig gut. Ich brauche mal Luft. 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 Wieso ist hier keine Luft? Ah, jetzt aber tot in 3, 2, 1. Hier liegt noch ein Schlüssel.
Das ist völlig okay. Mit Fisch im Arsch gestorben. Völlig in Ordnung so. Da weiß ich Bescheid, ne? Nee, nicht die Pistole. Pack die mal weg. Pack die mal weg. Nee, finde ich nämlich gut so. Falls jetzt der kleine Scheißer wiederkommt, zippe ich ihn einfach weg. Wie konnte ich ihn hauen? Ich kann schwimmen und hauen. Er ist eigentlich ganz schön Multitasking. Mr. Multiman hier. Fisch hängt mir auch gerade nicht an den Fersen. Das ist ja richtig gut. Nee, nee, nee. Komm schon, erstmal die Fische hinterher hier. Hä, was ist los, Kleiner? Hä, hast du jetzt Angst oder was von mir? Hier, komm her, Fischi, 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 Fischi. Ah. So, wie richtiger Mann das halt so macht, ne? So ist in Ordnung, so kann ich mit leben hier. Oh, atmen. Okay. Das ist halt für mich so eine Ausgangssituation, die finde ich richtig gut. Und unten war jetzt, glaube ich, auch nichts weiter. Kann man die noch looten? Was meint ihr? Ach, dieses Nasenkribbeln. Wir haben den Hammer geholt. Uns geht's noch gut. Den Schatz haben wir jetzt noch nicht, aber ich werde erstmal den Fisch weghauen. Der da auch kommt. Was auch immer er da gerade macht. Was auch immer er da gerade macht. Jetzt haben wir ihn erwischt. Nehmen wir noch schnell den Schatz mit. Schnell. Hm? Jetzt nicht weiter wundern. Ah, oh, es ist... Naja, schwimmen halt, ne? Richtig schön schwimmen hier. Jetzt muss mir jemand mal irgendwie die Wegbeschreibung erklären hier. Ey. Das Wasser leuchtet heute richtig witzig. Hm? Also ich war jetzt auch nicht überall unbedingt drin gucken, weil ich mir denke, ha ja, ist eigentlich okay. Brauche ich gar nicht, aber vielleicht ist hier hinten nochmal Luft oder sowas. Motivationspeitsche. Meinst du, er horcht dann? Oh, hier hinten ist bestimmt Sauerstoff. Oder ich brauche hier hinten den Schlüssel. Hinten brauche ich gar nichts. Hinten ist einfach nur blöde Luke. Ich lade gleich nochmal neu, dann schwimmen wir nochmal neu los. Jo, viel Spaß im Lurk, guten Appetit und so. Ah. Ah, hängen bleibt. Ich muss ihm auch immer durch die Beine gucken. Das ist ganz übel. Ganz, ganz übel ist das. Okay, vielleicht kann man hier sogar die Tür aufmachen und zurück. Dann schwimmt man da gleich ringsrum. Huch. Gleich ringsrum und dann passt das auch. Ich finde, der Weg ist schon viel zu weit, um das irgendwie zu schaffen. Ja, auch mit dem Schatz muss man ja irgendwie wieder zurückkommen und so. Die kriegt ja nicht auf. Uff, okay. Okay. Hier auch nicht. Gibt's auch nichts weiter. Nur das Loch nach unten. Da will mir ernsthaft weiß machen.
sich hier nicht atmen kann. Hätte ich jetzt nicht gedacht, wie soll ich denn zurückkommen? Ich schaff's ja gerade mal so hin. Ha. Ah, jetzt bin ich zu spät abgebogen. Ich muss mal nur ganz, ganz seicht mit ihm umgehen. Leichte Berührungen findet er in dir am besten. Ganz sanft. Jetzt war ich wieder zu brutal zu ihm. Und direkt wieder am Snacken, die blöden Fischis. Richtig dreist. Wie soll man denn das schaffen? Ich glaube, der trinkt mir gleich. Jetzt häng ich wieder vor der Tür. Die ist doch offen, ich sehe doch da durch. Ha. Ha. Die andere vielleicht öffnen? Naja, bringt ja auch nichts. Für mich wäre das jetzt irgendwie so eine Art Abkürzung oder so. Muss ich die, warte, drehe ich nochmal um. Einfach drehen, drehen, drehen. Wie er da rumhängt. Ich kann mich echt lange damit beschäftigen, wenn er irgendwann mal gegenschwimmt. Das dauert ewig und 3 Jahre, ne? Ja, dann will ich erzählen, dass er die Tür nicht aufkriegt. Da hinten war, glaube ich, auch nur eine Sackgasse. Wieso schwimmst du denn so schon wieder nach oben? Und meine Nachbarn dreht übrigens auch gerade durch. Also wenn ihr mal was hört, irgendwie sind wieder gut laut gerade. Die ist doch quasi offen, die Tür. Nee. Irgendwas an der Seite vor mir. Unter mir, rechts. Rechts, nicht links. Also nicht da hinten. Hier geht's aber nicht weiter. Hinten haben wir noch was abgeholt. Findet er noch irgendwie so eine Art Sauerstoffgerät? Ah, jetzt hänge ich fest. Jetzt hänge ich fest. Und der beschreibt dann quasi den Weg. Okay, ich sollte mich mehr auf das konzentrieren hier. Hat der Fisch den Weg schon hierher gefunden. Aber das ist nicht das, wo ich hin will. Das ist jetzt von mir. Hä? 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 Bin verwirrt. Hat einer von euch einen Durchblick so ein bisschen oder gar nicht? Ne, tauchen mit der Karte. Ist ja so. Wir wollen immer zum X. Der Pfeil will zum X. Wir sind angekommen. Wir sind angekommen. Hier wartet der Fisch wieder auf uns. Der darf ja eigentlich gar nicht sein. Und wir sind hier. Hier ist so eine Tür. Tita-Tür. Hier ist noch was zum Atmen. Hier ist die Luke. Okay, nee, aber okay, okay. Dann nur zu der Luke. Oh, das wird schon richtig knapp, du. Oh mein Gott. Nein! Oh, shit.
Mocho ist eigentlich weg noch, ne? Der verpasst gerade zum Glück den ganzen tollen Spaß. Oh, kann mich leider nicht leiden sehen, so ein bisschen. Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Nach Schwimminapolis. Oh nein, warum hängst du jetzt fest? Ha, Indini. Los. Los, 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 los. Jetzt sind's. Irgendwie ist es einer mehr geworden, habe ich das Gefühl. Au! Ich brauche das doch für später, wenn ich draufgehe und so. Zu fuchteln, muss ich hier aufs Schwimmen konzentrieren. Nein! Jetzt hängt er wieder fest! Oh oh. Oh oh oh. Ach, Mano. Man muss irgendwie schon perfekt durchschwimmen, habe ich das Gefühl. Ansonsten wird das nichts. Wie soll man das denn schaffen? Das Schöne ist ja, er ertrinkt ja einfach. Das heißt, wir haben ja keine Geräusche. Wenn er stirbt. Er ertrinkt dann einfach. Och, nö. Nimm mit. Nimm mit, nimm mit, nimm mit. Nimm wird ja manchmal eine lange Leitung. Shit, 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 shit. Hier wartet auch noch einer auf mich. Nee, es ist... Oh Mann, ich konnte nicht öffnen. Ich wollte ihn gerade wiederbeleben. Also, heilen. Ach, shit. Ein bisschen hier oben? Bis in die Ecke. Braucht er hier schon 3 Minuten länger? Das ist auch nicht gut. Dann hat sich das ja auch nicht gelohnt. Ich finde es auch witzig, wie das X dann einfach auf diese Fläche geht. Ja, geh doch einfach da hoch. Atme halt doch erstmal und dann gehst du halt den Schlüssel holen. Ne? Nee, geht nicht. Kriegt da keine Luft. Das ist unpraktisch. Schlüssel, 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 Schlüssel. Ja. Wenn ich die Fische esse, kriege ich dann Luft. Nee, warum schwimmst du jetzt nach oben? Jetzt, 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 nach oben, nach oben, nach oben. Nicht verfügbar. Wieso ist er nicht verfügbar? Mach doch auf! Ich verstehe es nicht. Was mache ich denn falsch? Was macht er jetzt? Oder gibt es da noch was anderes, wo ich hin muss? Kann es vielleicht sein, dass ich das einfach mit dem Schwert aufhebeln kann und gar keinen Schlüssel brauche? Sondern der Schlüssel ist was für was anderes und die hole ich mir dann halt, wie gesagt, auch wirklich dann später? Ist doch eindeutig ein Luft. Also das war doch, ist doch hell. Es ist doch hell, ist das.
Geh mir nicht auf den Sack. Nerv mich nicht. Das ist doch unmöglich. Ich geh mal nach vorne. Sei ein Fisch, Indy. Sei ein Fisch. Na, das ist kein Fisch. So schwimmt kein Fisch. Frischer Indy-Fisch. Also Mojo meinte, ich brauche vielleicht eine Stunde für das Level. Ich meine, dass wenn ich jetzt schon eine halbe Stunde am Tauchen bin, ich mindestens anderthalb Stunden brauche. Dass hier irgendwas schon wieder ein bisschen komisch ist. Weiß nicht, ob das ein Bug sein soll. Hätte er mich vorgewarnt, bin ich der Meinung. Gibt es eigentlich einen Boostantrieb fürs Schwimmen? Ich hatte das nicht eingesammelt. Da krieg ich richtig Panik, krieg ich da. Nom, 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 nom. Ja, aber der Schlüssel ist doch garantiert für die Tür. Garantiert doch. Guten Tag. Wollt ihr jetzt nicht stören oder so? Nicht verfügbar. Der Hammer! Mit dem Hammer mache ich das klar. Der ist verfügbar und ich dachte, ich stehe falsch. Ja gut, der Hammer hat's geregelt. Gut, dass ich den Schlüssel gleich mit habe. Gleich alles eingesammelt hier. Schlüssel oben. Ach, du Schande. Dafür war der Hammer. Ich bin schon... Also, hey, funktioniert alles nicht. So geht der Schlüssel nicht. Können wir jetzt hier wieder Hammer oder Schlüssel nehmen? Wahrscheinlich diesmal Schlüssel. Wir hätten die Tür auch einfach auf der anderen Seite öffnen können, bin ich der Meinung. Hätte auch funktioniert. Das fällt dir einfach aus dem Scharnier. Okay. Leute, Hallöchen, ihr Lieben. Ah, ist der? Der Hammer. Ja, wieder hammermäßig unterwegs hier. Hallöchen, Hallöchen. Habt ihr noch was geschafft? Leute, sag mir, du bist nicht verzweifelt. Du hast doch ganz viele Anhänger geholt und so. Aha. Eine Kurve. Schillerit, Hallöchen, Holger, Pask. Ja. Ja. Gut, ist, glaube ich, gesichert. Sehr gut. Du weißt schon, dass man auch Game Over gehen kann im schlimmsten Fall. Ich ja, was du gesagt haben. Was passiert dir bestimmt nicht. Bestimmt nicht. Um Gottes Willen. Ich guck mal ganz kurz. Meine Nachbarn haben übrigens auch einen Hammer. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Die haben alle einen Hammer. Ja, Lotte hat übrigens Cult of the Lamb gespielt. Quasi noch ganz frisch und so. Er ist so fett dafür, bin ich der Meinung. Er ist so fett dafür. Noch ganz, ganz frisch und kann man gerne mal vorbeischauen und ein Follow da lassen. Ah. Nee, ich spring noch nicht. Bin noch nicht lebensmüde. Soll ich immer einen peitschen? Guck mal, ich kann peitschen und so. Ah, das ist so gut. Nee, man kann wirklich Game Over gehen, wenn dein Kult keine Mitglieder mehr hat. Und ich glaube, du hast dann 2 Tage Zeit. Ja, genau so. Du hast dann 2 Tage Zeit und wenn es nicht passt, passt nicht. Ich habe es eben noch im Voice-Chat. Aber zugeguckt. Achso, hast du das Leiden mit angesehen da immerhin. Hast du meinen Aha-Moment gesehen? Der war gut, der war richtig gut. Ah ja. Ich will mich mal noch als Captain versuchen hier. Er will nicht. Oh, zum Glück welche. Ja, ja, deswegen. Also am Anfang sah es ganz, ganz gefährlich aus da. Ich wollte gerade fragen, meint ihr, sind noch irgendwelche Gegner oder Leute, die mir gefährlich werden könnten und sie dann ihn hier sitzen? Was ist das jetzt? Ein Verbandskasten. Der hat übrigens immer die besten Sprüche drauf. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch einen Hammer habe. Ich habe keinen mehr. Den habe ich wohl, naja, verloren oder so. Der ist lost. Aha. Aha.
Was? Weißt du, was der Hammer ist, oder was meinst du? Was der Hammer? Sie bewegt sich nicht. Jetzt irgendwas mitgehen lassen hier? Warum sind wir jetzt hier rein? Da vorne blinkt. Warum blinkt es da vorne? Und blinkt das im gelben Bereich? Ja, das blinkt im gelben Bereich, weil das Ding gelb ist. Tsch. Sie bewegt sich nicht. Ein Werkzeug. Okay. Ja, zum Bewerkstelligen von anderen Sachen vielleicht? Ich will auch gar nicht raus, glaube ich. Will ich nicht. Habe ich den jetzt noch? Ich bin der Meinung, ich habe ihn jetzt verloren. Riphammer. Er hat nur haufenweise Kram dabei, aber kein Hammer mehr. Halt. Das ist meine Hähnchenkeule. Schaufel. Ach, ich dachte, der Hammer ist noch da. Ich kann sie nicht öffnen. Auch nicht mit dem Hammer. Den Turm drehen? Ist das das jetzt so? Aber da muss man doch was reinstecken, was anderes. Steck ich doch jetzt nicht den Hammer rein. Ach warte, ich habe noch die Kurbel. Habe ich denn die Kurbel eingesammelt? Wann habe ich denn die Kurbel eingesammelt? Hallo. Danke. Manchmal klappt's, manchmal nicht. Alles klar, wünsche dir viel Spaß beim Spielen, meine kleine Disney-Prinzessin. Und guten Appetit. Ah. Ja, die Sucht kickt wieder hart, ich merke schon. Nee, da will ich nicht runterfallen. Nee, will ich nicht. Danke jedenfalls und lieben Dank nochmal für den Raid und so. Und einen schönen Abend. Ja, natürlich, kennst du mich doch. Ich stecke gleich mal mein rostiges Gerät rein. Na, das ist auch Kurbel. Da habe ich ihn schon mal eingesammelt. Da! Ja. Na dann. Ich war gerade so, ich muss hier doch noch irgendwas einsammeln. Ich habe so nur Schätze gesehen bisher. Muss ich noch? Oder steht das richtig? Ja. Sieht gut aus. Hallo. Ich möchte bitte vom aus dem Spieleparadies abgeholt werden. Der kleine Inni will nicht mehr. Einmal von der Südsee-Pazifik-Insel bitte abholen. Danke. Danke, Mama. Also wie ihr merkt, das ist Profi-Gameplay, eindeutig. Warum kommst denn du jetzt da nicht hoch, Junge? Sag mal. Oh, um Himmels Willen. Dreh ein bisschen bei. Auf die Kiste gestolpert. Hier nochmal umgedreht. Speichern. Holt doch mal jemand Indie aus dem Spielparadies ab. Es ist wirklich... Ja, wir wollen da rüber. Wir wollen da wirklich rüber. Ach nee, das dauert ja jetzt wieder 10 Jahre. Macht euch auf ein bisschen dünn gefasst. Es ist so gut. Er buddelt einfach automatisch. Ach nee, buddelt er nicht. Ich dachte, er arbeitet mal selber. Hier ist irgendwas. Ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel so gut aussieht, möchte ich nochmal meinen. Schau sich einer das an. Oh. Schon wieder unter Wasser. Ich hasse obligatory underwater level. Ich hasse sie, ne? Wie gehen wir denn jetzt am besten zurück? Die Machete kann ich mir unten im Wasser noch ziehen. Ich will mal kurz Karte gucken. Warum blinkt das da? Achso, das ist doch, wir müssen durch den Tunnel. Ja gut, das ist mir schon bewusst. Ich überlege nur gerade, ich glaube, kürzester Weg ist tatsächlich durch, dahinter durch, ne? Durch die Fische und so. Ich muss sagen, ich finde dieses Level auch das schlechteste im Spiel, okay? Vielleicht ist es ja schnell vorbei. Aber ja, ne, nachdem du meintest, ich brauche eine Stunde, wir sind schon bei 40 Minuten, ich bin eigentlich nur ein bisschen durch die Gegend geschwommen, habe nichts erreicht. Würde ich mal so festhalten.
Gute Arbeit, Leute. Haben wir durchgeschafft hier. Willst du wieder zurück? Oder willst du wirklich ins... Ja, doch, zurück. Bin ich enttäuscht. Ach, hier kommt nicht mehr. Na gut, dann bin ich ja froh. Dann bin ich ja wirklich froh. Nighty, wunderschönen guten Abend. Hallöchen. Na du, wie ist es? Ah. Wieso torkelt er immer so betrunken? Steck mal weg. Guter Junge. Ein guter Junge. Fühlt sich keiner angesprochen. Okay. Muss ich nur wieder kurz zurückkommen? Dann gehen wir da buddeln. Oh fuck, hier sind ja schon... Oh, ich dachte das... Aha. Hä, hey, willst du was? Auf die Nase. So kriegst du... Kannst du alles kriegen. Ich find's witzig. Mein Gott, die Haie, ich hab's jetzt erst gesehen. Die sind ja oben so witzig marmoriert. Das soll wahrscheinlich diese Lichtreflexe sein. Hm? Als Skin quasi. Ist ja total süß gemacht. Au! Wie gemein ist das denn bitte? Ich war da schon durch. Alles okay. Ja, sehr schön. Freut mich. Sehr schön, sehr schön. Mann, oh, Platsch. Ja, wenn er mich gebissen hatte, fahre ich halt gleich wieder rein. Das, vielleicht ne, ein Stückchen von mir ist halt im Wasser geblieben. Ich glaube, er wollte da nicht... Er wollte das zurückholen. Die Spinnen sind weg. Ist ja witzig. Habe ich komplett ignoriert gehabt, oder? Nee, die habe ich noch... Die habe ich noch erschossen. Die sind weg. Alles tot und es bleibt auch tot. Da ist eine Möwe. Hallo, Möwi. Da ist auch noch eine. Oh, süß. Süß sind die. Ich muss doch garantiert jetzt ins Wasser springen. Ja, 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 ja. Hm? Die wollen mich da schon ins Wasser schmeißen. Sehe ich nicht ein. Ich gehe irgendwo hier hinten baden, wenn es sein muss. Ein bisschen Leben. Hut auf, Hut runter. Hut auf, Hut runter. Er packt die ganz schnell weg, ne? Ganz wichtig. Es ist sogar markiert, dass da vorne die Treppe ist. Die Karte will mich verarschen. Ich dachte, da wäre jetzt schon das Wasser. Also, ne? Zum Tauchen und so. Schnell! Wie Piranha kommt. Ah, los, 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 los. Warte, nein. Wir müssen es doch noch irgendwie öffnen. Ah. Ah, au. Verdammt, fehlt uns doch noch was. Hm. Nochmal zurück, nochmal zurück, nochmal zurück. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Da vorne. Was will er denn noch mitnehmen hier? Jetzt muss er mich mal aufklären, was er hier gerade will. Ach, jetzt geht's. Ich ertrink eh gleich hier wieder. Die nicht mit der Hand, Mann. Nicht verfügbar, nicht verfügbar, verfügbar. Liebevoll draufgehauen. Hm, hm, hm. Jetzt essen die mich wieder. Ich will nicht. Ich bin kein Smacko-Fatzo. Ah! Nach der Wart wieder einer gewartet. Haben sie gewartet. Ganz, ganz fies. So, viele dieser Seitenspiele sind oft für 3 DFX. Ja, ja, ja. Karten auf die mitgewiesen. Und sehen mit DirectX oft schlechter aus als damals. Ja. Ach, das ist völlig in Ordnung. Ich muss sagen, lieber so als gar keine Hinweise, weil funktioniert ja doch irgendwie, wenn man es verstanden hat, wie es geht, ne? Die Möwe. Er will noch was einsammeln, ne? Hm. Ich
weiß noch nicht, was ich hier gesehen hatte. Ich erinnere mich an nichts. Aber klar, ich kann natürlich das Ding vorher ohne Hammer nicht einsammeln. Ja, wer will denn noch was hier? Du auch noch? Na klar. Na, du auch noch, ne? Ja, bestimmt. Jetzt ist doch angezeigt, dass ich einfach nur reinschwimmen möchte. Ja, aber guckt euch mal die Haie an, ne? Mit diesem Lichteffekten, ne? Das ist halt der Wahnsinn. Der Wahnsinn ist das. Propellerblatt? Hammer geht auch angeblich. Verstehe ich jetzt nicht. Verstehe ich jetzt wieder gar nicht. Hä? Hä? Irgendwie war es das gleich mit mir wieder mal. Gleich nachladen. Jetzt geht's. Jetzt ertrinke ich gleich. Ah, noch mehr Haie. Okay. Okay. Weiß ich Bescheid. Noch mehr Haie. Ich sag ja, die haben auch einen Hammer, ne? Hier. Nee, die wissen halt auch echt nicht, wann genug ist. Aber klar, geht natürlich nicht, wenn ich noch Machete in der Hand habe. Normal. Mir ein Hallöchen. Wir haben nicht über dich gesprochen oder so. Nein, nein, haben wir nicht. Ah. Unten ist ein Hebel. Hebel. Bitte lass das ganze Wasser ab. Einfach alles. Vom ganzen Meer. Nicht ganz. Nicht ganz. Das schaffen wir noch. Das schaffen wir noch. Das schaffen wir noch. Die Schätze, die hier wahrscheinlich alle drinnen liegen, sind mir gerade total egal. Ich will nur überleben. Eine echte Meerjungfrau. Achso, ich habe noch über die Auflösung gesprochen. Ja gut. Ach, du drei. Das waren noch Zeiten. Geh einfach nur zur anderen Seite. Ich ertrink doch gerade. Habe ich gerade gespeichert? Ich war, glaube ich, nicht so clever, ne? Mir jetzt egal. Ich schwimme jetzt einfach durch. Ich will hier nur noch raus. Schwimm doch zu, Junge. Kletter hier raus. Au. Und immer noch mal ein Meer abbeißen. Und wahrscheinlich noch mal über die Hügel springen und dann hinten irgendwo reinkommen. Und dann haben wir noch den Schatz. Den müssen wir auch noch besorgen. Gibt's wieder einen Boss? Krummelt was. Ist beim Lurk. Rewe, oh, oh. Zwei, oh mein Gott, ich hasse das, wenn das passiert. Das Schlimmste ist, wenn in jeder Tasche nur eine Sache drin ist. Habe ich jedes Mal rumgemeckert. Irgendwann haben sie es dann bei mir auch sein lassen. Die 50 Tüten. Das ist halt echt kein Scherz. Können wirklich 200 Tüten sein, ne? Oh. Ja. Makete. Nee, es ist Sand. Es ist wirklich Sand. Sand, der Ding. Klettern? Ich
Ich bin der Meinung, das ist die richtige Ecke, aber nicht der richtige Winkel. Kennt man ja nicht anders. Ich muss auch mal wieder bei Rewe bestellen. Die haben mir letztens wieder einen Gutschein gegeben für ein paar Euro. Aber muss natürlich so und so viel Euro Mindestbestellwert haben. So, ja, okay, ich brauche schon eine Menge Sachen, aber so viel Geld dann doch nicht ausgeben. Die Röhrensound, ich habe keine Ahnung, es ist einfach Mystik. Du bist in einem mystischen Tempel, es muss irgendwo irgendwelche komischen Sounds herkommen. Wenn es nur ein ganz leichtes, leises Dröhnen ist von sonst woher. Das ist wichtig. Fürs Ambientik. Vielleicht so zwei Mönche wieder, die irgendwo auf mich warten, auf meine Ankunft, dass ich mir das mystische Objekt abhole. Die müssen auch in die Hand drücken und sagen, oh ja, gut gemacht. Oder die Alte taucht wieder auf. Gehe ich auch noch so ein bisschen davon aus. Die Alte, die jetzt wieder die Junge ist. Keine Gegner? Keine Schätze mehr? Naja, jetzt hätte ich nochmal gesucht, aber dann ist mir auch egal. Mystisch. Mystische Sounds sind mystisch. Oh Gott, ich habe echt gerade gedacht, da steht gerade sonst was rum hier. Ja, dann packt man das Ding ein, geht nach Hause, würde ich sagen. Dann, hier. Was macht das? Ah ja. Nicht nachdem du sie verklopft hast. Okay. Ich weiß jetzt auch genau, wo der Eingang war. Hinter mir. Also ich muss nur zurück, meinen sie wahrscheinlich. Ich bin hier oben. Wo wir am Anfang waren, da liegt noch ein Heilkraut. Das ist ja schön. Seht ihr das? Diese kleinen drei Pixel? Das ist ja ganz toll. Hängst du mir jetzt fest? Ich wusste doch, man kommt hier noch irgendwann hin. Dass es ganz wichtig ist. Hätte man nicht einfach die Schaufel danach schmeißen können oder so? Ach, Mano. Was macht denn der hier gerade? Warum ist denn der gerade so besessen? Nee. Ja, manchmal bin ich noch richtig fit im Kopf, du. Warte mal ab, so eine halbe Stunde und ich finde nichts mehr. Gar nichts. Ich mag... Die random Geräusche. Oh mein Gott. Oh my goodness. Kurzen Tropfen verloren, aber alles ist in Ordnung. Schaffe ich das, ohne zu sterben? Gleich wieder raus. Ich hab mir gar nicht nochmal an den Fuß gebissen. Bin ja richtig gut. Den Text kann ich leider nicht lesen. Hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt. Danke. Danke. Also... Ich habe jetzt wirklich eine Stunde für das Level gebraucht und davon eine halbe Stunde bin ich in dem Laster getankt. In den Tankraum unten irgendwie rumgeschwommen. Ganz, ganz komisch. Wir haben keine kleinen Erste-Hilfe-Paketis mehr. Wir haben noch 6 große und ein kleines Pflänzchen. Es kostet vor allem auch immer dasselbe. Es macht ja keinen Unterschied, ob ein Erste-Hilfe-Paket oder Heilpflanzen, ne? Und das Heilpflanzen wahrscheinlich Dings mitgeben. Ich gebe mir mal noch ein bisschen was mit. Ja, niemand möchte sparen, niemand. Willkommen zurück. Ich hoffe, du hast alles wegpacken können. Warm hier. Der Vulkan wird doch nicht mehr aktiv sein, oder? Naja, jetzt ist es zu spät. Warm hier. Du hast Jojo Sound Alerts, natürlich. Oh mein Gott. Ich kann sie nicht nachmachen.
Also, ich glaube, das ist auch schon alles, aber ja. Ja. Ich habe jetzt kein Dio oder irgendwas noch, aber das spricht ja für sich alleine. Ich könnte da rüberspringen und da in die Wand hauen, aber ich weiß nicht, was ich davon hätte. Oh mein Gott. Ja. Gehen wir einfach ins Dunkel oder springen wir hier nochmal ins Wasser? Ich weiß nicht, ob ich was davon habe. Könnte hier ein Schatz drin liegen oder so? Wahrscheinlich so oder so unangenehm wäre mit dem Schieben ziehen, ne? Latschen! Nee, ich habe genug davon. Lieben Dank fürs Abonnieren. Dankeschön. Mach's dir bequem und so. Viel Spaß mit den wundersüßen Fuchsis. Ja, lass liegen. Passt schon. Sieht immer aus, als würde ich ihn gleich zum Duell herausfordern wollen, den Stein. Und dann schiebt er einfach. Zieht er einfach durch. Ich muss noch ein Save machen hier. Das ist halt, ja. So für das Level und so überhaupt. Wo sind wir denn? Ist nicht das Level, aber ist zumindest so eine Zahl, die mich irgendwie, woran ich mich orientieren kann, ne? Ich Fäuste. Hollow Knight Day. Ja, war angebracht. Oh, freut mich. Nein! Du hast noch nicht dein inneres Auge geöffnet hier. Hast du? Ich sehe es nicht. Jetzt. Geh kaputt. Ach, verdammt. verdammt, ich habe es versucht. Da kommen wir ja her. Da liegt auch nichts oben drauf oder so. Aber natürlich liegt da noch was drin, wie ich es gesagt habe, ne? Puh, Mann, das ist ein großes. Nee, es ist ein Gegengift, ne? Es ist ein Gegengift, das ist mir egal. Es ist nur ein Gegengift. Hätte ich unten in die Lücke schon gehen sollen eigentlich? Schade. Achso, warte mal, wir haben auch eine Karte. Aber wir sind richtig. Na dann mach mal, dass es auf ist und so. Warte. Er hat seinen Hammer nicht mehr. Och nö. Naja, dann das. Oh. Au! Nein, dumme Idee, ganz dumme Idee. Pack das weg. Pack das weg. Aua, ich krieg selbst verletzt hier. Aber ich find's gut, dass die Karte nicht komplett aufgedeckt ist, so am Anfang. Die Wand. Was? Ich glaube, die Leiter bröckelt. Meint ihr, da ist wirklich eine Leiter oder ist sie rangemalt? Dass man so das Gefühl hat, dass wenn man auf den Stein hochklettert, man das so. Das weg, mach das weg. Jaha. Jaha. Oh Gottes Willen. Sind wir hier drin? Das ist der schnelle Weg. Das ist ein anderer Weg. Warte, ich komme hier wieder hoch, ne? Aussicht genießen? Schon wieder ein Boot, ernsthaft? Und da liegt noch einer. Vielleicht was Schönes in der Hand, das will ich auch haben. Was ist das? Ich will genau dasselbe, was er hat. Okay. Auf geht's. Keine Spinnen, keine Dämonengeister, irgendwas. Dieses leise Plätschern, ne? Sieht wie ein Totenschiff aus. Einer der hiesigen Könige,
Oder vielleicht Taklit, Marduks Mann in Palawan. Jetzt ist er wieder völlig frei. Ich erwarte halt nur irgendwelche Fallen die ganze Zeit. Vielleicht kommt irgendwie so ein Stein, der rollt oder so. Lauf, 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 lauf. Stirb, Spion. Ha, ich habe gesiegt. Geht das auch für Gifted Subs? Am Sonntag? Na klar. Na klar. Ah, nein, 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 nein. Jetzt ist auch alles egal. Das ist die gute Waffe, oder? Nee, das ist die da. Na dann. Ja, genau. Ich überlege halt noch, ob ich um 9 oder um 10 anfange und ob ich dann dementsprechend 3 oder 4 Stunden erstmal nur ansetze. Ich habe echt Angst. Shadow hat auch so ein paar Sachen erzählt und ich denke, Zieh doch mal! Über die rüber zu latschen? Wie, über die Fische? Was? Also Hollow Knight ist auch mein allererstes Mal und ich bin sehr, sehr schlecht in diesem Spiel wahrscheinlich, weil ich in diesem Genre sehr schlecht bin und... Nein. Achso, wegen dem Treten. Nein, die töten mich dann. Oder modden gehen. Oder viel Spaß beim Modden und so. Ich hoffe, du guckst dir auch einen schönen Stream an, dann passt das doch. Vielen Dank für den Lurk und fürs Abo und so weiter. Von Machete? Ach nee, wenn er drin ist, kriegt er die eh, ne? Es sind so viele Sachen, ganz ehrlich. Blick nicht mehr durch. Mein Hut verloren. Ist das ein Goldfisch? Nee. Au! Dreh dich! Dreh dich! Ich will nicht auf deinen Arsch gucken, Mann! Der sieht nicht so gut aus. Der sieht nicht so gut aus wie das von Frauenärschen und so weiter. Era Croft TM. Komm hier, hier. Komm. Der weiß genau, was los ist. Der weiß genau, was los ist. Ne? Ist ein bisschen in die Ecke gedrängt, oder was? Jetzt isst du mich, dann esse ich dich. So sieht's aus hier, Kollege. So. Ist das ein Goldfisch? Ja, ich habe vorhin schon gesagt, ich mache es übrigens einfach Sushi und dann hat sich das auch erledigt. Naja, zum Glück kann ich irgendwie mich festhalten. Wenn ich schon nicht rennen kann. Stufe noch. Wo fangen wir denn mal an? Das Ding ist so groß hier. Genau hinter mir. Plops. Da vorne ging es ja, glaube ich, auch noch mal runter. Vielleicht war das auch nur eine Schatzeinheit. Weil es sind natürlich immer nur die wichtigen Sachen markiert. Okay, der Vulkan ist noch aktiv. Eine Frage beantwortet, würde ich sagen. Okay, der Vulkan ist noch aktiv. Das ist gut, das ist richtig gut. Ich esse dich, du isst mich. Wir essen uns gegenseitig. Ich fange einfach an ihm zu essen, während er mir nagt. Also ich fange einfach hinten bei seiner Flosse an, aber sonst kriegen wir auch hin. Ich sehe jetzt gerade nicht, ob was hochkam. Ganz schnell, du. Sieh deinen Arsch ein. Die Platten sehen überhaupt nicht so aus, als würden sie gleich wegfallen. So überhaupt nicht. Ah, das ist schon witzig.
Nicht hangeln, wir wollen nur hoch, wir wollen nur hoch, wir wollen nur hoch, wir wollen nur hoch. Vielleicht gibt es irgendwie süß-sauer. Meinst du? Findest du den so süß? Ist ein bisschen fies, ne? Ich verstehe echt nicht, warum die mitten, oder was heißt mitten in der Nacht, aber so abends ankommen bei den Nachbarn und dann irgendwie anfangen, irgendwie so semi zu renovieren. Den ganzen Tag nicht da. Und wahrscheinlich nennt sich sowas Arbeiten. Au! Ist ja gut. Haben der noch hier? Ich würde nochmal einmal gucken. Na gut. Wir halt nochmal gucken gehen, ne? Gibt's da noch mehr davon, wo der herkam? Frag für einen Freund. Ach, guck mal. Wie beim ersten Mal, ne? Wie beim ersten Mal. Hey, Goldschatz, du. Sexy. Au, Haare, Haare. Irgendwann werde ich auch mal rennen lernen können. Spieler. So ein Gefühl, es riecht so nach kleinen Tieren und so. Na, guck mal. Guck mal, wie der drauf wartet, dass ich mir den Schatz nehme. Richtig dreckig. Richtig dreckig. Na, komm mal. Weißt du, dass du da bist? Ah, der wartet richtig drauf. Der wartet richtig drauf. Na gut. Was haben wir denn hier? Na gut. Nein, es hat nämlich. Du meinst einfach drüber laufen, ne? Was war das denn? Ist er jetzt tot? Stellt er sich tot? Ist er tot? Okay. Mhm. Naja. Annie hat die Developer schon längst durchschaut. Natürlich. Obvious. Traps are obvious. Sollen wir mal was Neues einfallen lassen hier? Wobei, nee, ich bin ja genau wegen dem Scheiß eigentlich hier. Von daher ist okay. Ist wirklich in Ordnung. Das ist ja der Charme von der ganzen Geschichte. Ich bin immer noch nicht beim Boot angekommen. Will ich das jetzt? Will ich das schon drücken? Ich drücke einfach einen Knopf. Das Boot haut nicht ab. Nicht mein Loot, nicht mein Loot. Das war die Brücke, die... Ah, verdammt, nicht mein Loot. Ich glaube, ich wäre da vielleicht doch noch nicht durchgekommen. Ich wäre zu fett dafür gewesen. Das geht gar nicht mit dem Rüberrennen. Voll der Beschmüh. Steh, du Mistratte. Ja, ich hatte schon klar, warum auch das ganze Gegengift da vorne lag. Also das nur Gegengift halt. Ist mein Schatz abgehauen hier? Ach halt. Oh, sieh sich ja. Das an. Ich dachte irgendwie, das Kleine heilt nicht beim Entgiften, aber okay. Okay. Ah ja, es hätte es ja auch fast gebraucht. Nee, ein kleines hätte auch gereicht. Ich kann ja nachkaufen. Niemand möchte diese spezielle Schatzkarte haben. Niemand braucht die, ja. Ich weiß auch nicht, ob die Schatzkarte dann so gilt, dass ich dann einfach alle Schätze im Spiel finde. Also von dem Moment an, wo ich sie gekauft habe oder nur fürs folgende Level. Ich weiß es nicht. Das ist es mir nicht wert, glaube ich. Das habe ich dann nicht mehr. Ah, heiß. Ah, na, hi. Ich
Karte von der Schatzkarte ab. Na dann, da siehst du. Dann habe ich doch noch genug Geld, mir mal ein bisschen was zu kaufen. Dum 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 dum. Jetzt sind wir Freunde. Aua! Er isst mich! Warte, wir hätten das geklärt, du! Hau ab! Ist noch mehr, oder was? Kann ich ihn noch töten? Jetzt schwimm doch vorbei! Er ist tot! Ich habe Heinz umgebracht. Aber wer hat denn jetzt eigentlich die Haie hier reingelassen? Wo kommt die denn auf einmal her? Achso, wahrscheinlich war ja das hier offen gegangen. Ah ja, gut, okay, okay. Nee, ich will noch nicht. Ich will noch gar nicht, stimmt. Ich will noch den Loot holen. Ich will ja noch gar nicht weg. So ist besser. Viel besser. Die ist recht sinnlos, wenn du die nicht kaufen willst. Kann ich auch sagen, was die macht. Wahrscheinlich alle Schätze anzeigen, aber ansonsten kannst du auch gerne verraten. Also ich glaube, das ist jetzt nicht so ein großer Spoiler, so eine Schatzkarte. Jupp. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Na, gib mal hier. Was haben wir denn hier? Ein seltsamer Schlüssel. Das sieht mir aus wie so eine Kinderrassel. Vermutlich wie so eine kleine Kinderrassel. Und wieder ins Wasser. Ach Mann, macht das Spaß. Halle. Haben wir da noch gegen? Fritzchen Stromi? Sieht zum ersten Mal einen Piraten. Sagt er zu ihm. Sag mal, wo hast du denn das Holzbein her? Pirat, da bin ich beim Entern ins Wasser gefallen und mir hat ein Hai das Bein abgebissen. Fritzchen, und den Haken? Pirat, da hat mir einer in der Meuterei die Hand abgehakt. Fritzchen, und die Augenklappe? Pirat, da hat mir eine Möwe ins Auge geschissen. Fritzchen, davon bekommt man doch nicht gleich eine Augenklappe. Pirat, da ha. Da hatte ich den Haken erst einen Tag. Na, ja, okay. Ich glaube, der hat so eine kleine Limiter drin, habe ich das Gefühl. Dass ihr das irgendwie eintragen dürft, aber der hat dann bei der Belohnung vielleicht ein bisschen mehr drin. Gucke ich nochmal nach. Nur so ein Gefühl. Jetzt bin ich einmal im Kreis geschwommen. Großartig. Davon bekommt man doch nicht gleich eine Augenklappe. Nein, aber ich hatte den Haken erst am Tag. Na, wo ist er denn jetzt? Ist jetzt nach unten abgehauen? Goldini, komm mal zurück. Ah, hat schon fast alles gefehlt. Oh Gott, der Kater. Okay, dann tauche ich jetzt wieder, ja? Jetzt kommt er zurück. Sieht aus, als würde er ein bisschen auf dem Boden laufen. Nicht das wegstecken. Oh mein Gott, ich bin gerade richtig elegant ausgewichen. Oh, wie er wieder zugeschnappt hat. Nee, jetzt kann es weg. Ach, manchmal vertausche ich auch ein bisschen die Tasten, muss ich noch sagen. Weil nach oben drücken ist halt den Machete rauskramen und nach unten ist halt irgendwie nach unten tauchen. Huch, da fehlt jetzt eine Katze. Die will raus. Natürlich will sie jetzt raus. Wie bin ich denn da jetzt im Kreis geschwommen? Kann mir das mal einer erklären? Ich bin nach links rum, ne? Da ist irgendwie ein kürzerer Ausgang. Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Schwimme ich jetzt wieder zurück? Was mache ich denn hier? Ich ertrinke gleich, ne? Mmh.
Was sind das für fiese Tunnel? So, einfach weggezimmert. Den Herren. Und irgendwie nach oben. Und irgendwie komme ich dann immer hier zu dieser Ecke. Wo es hier wieder rausgeht. Mal gucken, welcher ist das nicht? Hä? Hä? Ich gehe doch nach unten. Schwimmen Sie doch bitte, der Herr. Bitte schwimmen Sie. Also es ist, geht schon irgendwie... Ach, da oben ist noch was. Mal einer gucken. Der ist ja richtig dreckig gemacht. Oh mein Gott, zum Glück hängen sie da unten fest. Zum Glück. Danke. Wo ist sie denn jetzt hin? Eben noch eine Spinne. Ich bin nicht verrückt. Nein, ich habe sie gesehen. Ich weiß es. Da? Sehr schön. Okay. Okay, okay, okay. Mal gucken, wie sich so die Lava anfühlt. Das ist einfach nur Lavaboden. Nur der Boden ist Lava gespült. Mehr haben wir gar nicht gemacht. Plump. Ich hätte eigentlich auch denken können, dass das so ausgeht. Der rutscht hier irgendwie noch nach vorne, theoretisch. Das waren die Effekte, die ich sehen wollte. War gut. Richtig gut. Mal gucken. War natürlich irgendwie auf die andere Seite, aber so nicht. So nicht, meine Freunde. Und dann durch so ein Loch da oben rein. Es gibt aber dahinter vielleicht noch was zum Spielen oder so. Wie soll ich das nennen? Gibt es vielleicht was zum Festhaken? Nein, auch nicht. Ich rutsch doch hier nicht runter und spring dann, oder doch? Die hätte ich einfach so nicht gemacht. Nee, das wäre mir mein Leben nicht wert gewesen. Finde ich schon ein bisschen dolle mutig von dem Jungen, du. Hätte ich ihm nicht zugetraut. Ich glaube, ich wäre schon vorher aus der ganzen Geschichte ausgestiegen, aber... Er macht das schon, ne? Er macht das ganz toll. So. So, 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 so. Wie machen wir das jetzt? Wie machen wir das jetzt? Ich finde auch immer so dieser kleine Anmachspruch, irgendwie habe ich das Gefühl. Mal zurück. Oh, Backe.
Ja, es hat sich auch schon genauso angefühlt. Ich muss hier noch ein Stück ziehen, ne? Geht das eigentlich? Das geht noch ein Stück. Das geht noch ein Stück. Sorry, nochmal runter, nochmal rüber, nochmal ziehen. Ich dachte irgendwie, ich könnte mich draufstellen und dann hochspringen. Oh, das ist ja viel zu hoch. Nochmal. Hab's nicht gesehen. Ich will auch nicht rüber, ne? Ich wäre durch. Aha. Hier müsste vielleicht noch mal Loot versteckt sein? Ne, hier geht's wirklich hoch. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Das reicht die Influenced hier. Ich weiß gerade nicht, wie es aussieht hier hinter. Da noch was? Nö. Man muss ja jede Ecke checken hier, ne? Mach dich bereit für deinen kleinen Akt hier und dann schieb einfach. Dann wäre ich jetzt wieder rausgekommen. Okay. Verstehe ich gerade nicht so wirklich, warum ich dann da die Leiter noch benutzen kann. Da runter zu klettern aus Spaß? Langeweile? Weil höher geht's ja gar nicht. Oder packe ich den Sprung nicht? Den packe ich nicht. Ah, der tat weh. Der tat ja richtig weh. Ja. Rüberhangeln wird auch schwierig. Oder weil ich ihn genau in die andere... Aber wenn ich ihn jetzt rüberschiebe zum Beispiel, kann ich ja auch einfach rüber. Ich könnte wir opfern, Anni. Für guten Loot? Nein. Nein, heute nicht. Heute nicht, Shadow. Wie war dein Spiel heute? Ich habe immer nur so ein bisschen im Lurk so geguckt und so. Mich dann irgendwann verkrümelt, mich mal hingelegt und so. Vielleicht klappt das, aber ich verstehe nicht, warum wir Leitern haben. War spannend und nicht einfach. Ja, es war mitgekriegt. Irgendwie so ein, zwei. Warum auch immer? Irgendwie hast du zwischendurch mal neu gestartet. Das haben wir irgendwie ein bisschen. War ich ein bisschen raus, aber okay. Doch, wir opfern eigentlich für guten Lot. Ach nein. Ich speichere nochmal hier. Der Loot dann besser wird, wenn ich tot bin. Klatsch! Eine Mission habe ich abgebrochen, weil ich keine Chance habe. Ach, das war fies, ja. Ach, ich bin oben! Oh, das ist nicht so gut, wie ich gerade dachte. Au! Jetzt ist doch gut hier. Ah. Die nächste. Trifft er wenigstens. Na, immerhin. Junge, 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 Junge. Machete. Die Leiter könnte einen Softlock geben, dass der Spieler nicht weiterkommt. Und ohne. Ja, Stimmt, wenn du runterfliegst, ne? Wenn du dir den Stein... Ja, okay. Ja, muss man sich schon ein bisschen doller verbaut haben. Ist dunkel hier drin schon wieder? Mag das nicht. Warum sollte man nicht die Schlange opfern? Ist doch ein Tier. Tja, sehr gute, berechtigte Frage hier. Drück mal nochmal den Knopf. Ist mal was Gutes, ne? Noch nie was Schlechtes bei passiert. Noch nie. Wir haben ja noch den komischen Lutscher, also die Rassel.
muss ja auch noch irgendwo hin. Das ist so ein bisschen pavianartig. Hier in Farben. Das Rot-Blau. Und lauert hier noch irgendwie Gefahr oder so? Nö, warum sollte man die Tür bewachen? Hat ja schon gereicht. Das ist ein Schlüssel doch. Ja, ja, sie haben es einem schon nicht leicht gemacht, aber es hätte auch schwerer gehen können, wenn sie zum Beispiel den Schlüssel mit nach Hause genommen hätten und nicht hier versteckt hätten. Tja, blöd gelaufen für sie. Blöd gelaufen für mich. Ich komme hier nie wieder raus. Ich komme hier nie wieder raus. Ich werde hier drin sterben. Okay. Markierte Stellen. Finde ich immer sehr suspekt. Ist da der Stein rauf für schlechte Zeiten später? Okay, ist leer. Moment. Den brauche ich doch noch. Während er da so schiebt und so macht. Ha, fast zu viel eingegossen. Sorry, begierig und so. Oh, noch ein Stück. Die Lava klingt wie kochendes Mühlwasser. Ja, sieht auch super aus, wenn man drin stirbt, ne? Naja, man weiß halt nie, ne? Wenn man wieder irgendwo runterfällt und dann zufällig einen Stein unter sich hat, ist das schon praktisch. Ich kletter halt auch so gerne, ne? Es macht richtig viel Spaß in dem Spiel, klettern. Einmal ringsrum oder was? Er möchte einfach in die Mitte, das heißt in die Lava möchte er. Okay. So viel ist klar. Wollen wir was zu trinken? Und Kuchen. Oh, Kuchen. Kuchen. Mal fragen, ob ich jetzt vielleicht am Samstag Kuchen bekomme. Ich stehe mal hier auf diesem Wackelstein. Jetzt möchte er da in die Lava springen. Okay, ja. Sehe ich, was er vorhat? Sehe ich absolut nicht. Nein. Ach, du Schande. Habt ihr es geschafft? War noch jemand mitjagen? Nee, es hat nur ihr beide, ne? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ach ja, wegen Roulette habe ich übrigens auch geguckt. Sieht schlecht aus. Ich müsste, glaube ich, mal meinen Bot in einen Cloud-Bot umwandeln. Wäre für mich viel Arbeit mit Exportieren. Ich weiß nicht, was er alles überträgt, was vielleicht noch fehlt. Müsste ich halt einen Cloudbot mal machen. Dann hättet ihr auch Gamble-Möglichkeit wieder. Ich habe ja das Skript nicht nochmal wieder gefunden fürs Roulette. Ein bisschen blöd. Um nochmal so ein bisschen zu enttäuschen zwischendurch. Ist das hier so ein Abfluss für Lava oder was, wenn es mal ein bisschen zu hoch kocht? Muss ich mir den Stein hier hinschieben, damit ich hochkomme, ne? Oder dahin, damit ich da hochkomme. Ah, ja. Aber er will irgendwie in die Lava gerade springen. Warum? Ich will einfach nur in das Haus da oben rein. Wird es wahrscheinlich eher sein. Warte, ich muss gucken. Oh mein Gott. Richtige Schnapszahl. Nice. Okay, der Stein steht da eigentlich ganz schön gut. Dann bin ich ja zufrieden damit. Meine Arbeit. Ah, über Texturen wechseln. Ja, macht man halt so, ne? Ist ja genau wie hier mit den Leitern, sehen überhaupt nicht fake aus oder so, weil es halt überhaupt nicht der falsche Hintergrund ist oder so. Darüber die Steintexturen auch nochmal so drüber geklebt. Wird schon passen, ne? Sieht ja, ja, ja. Ach, wunderschön. Könnt ihr wenigstens die Texturen verschieben? Nein. Nein, 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 nein. Warum?
War ein bisschen scary. Hab ich nicht mitgerechnet. Okay. Oh mein Gott. Das ist der schlimmste von allen, finde ich. Aber der allerschlimmste. Gehen wir gleich nach oben oder bleiben wir hier? Bin ja mal, wir müssen von beiden Seiten rüberkommen. Mein alter Klingelton, nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Was ist das für ein Klingelton? Oh, Frosch, ja, okay. Wolltest du mal Hallo sagen, ne? Kann man leicht verwechseln. Immer wie Lava aus. Oh mein Gott. Ach, das, oh, ich dachte, das fällt runter. Ich bin mir sicher, dass es wegfällt. Oh ja, Knopf drücken, Knopf drücken, Knopf drücken. Hello, darkness, my old friend. Ich find's gerade schön. Oh, Linnea, danke schön. Wie die Katze gerade vor durchdreht. Also so richtig durchdreht. Oh Gott. Na sag mal, ruhig da. Hab ich das jetzt gut gemacht? Was ist denn noch passiert? Ich habe jetzt Lava hochgemacht und irgendwas ist noch passiert. Geht der Schrei gerade nicht? Leckerchen? Noch ein Leckerchen für die wahnsinnige kleine Koko? Noch ein... wenn ich das Spiel nicht kaputt mache. Wenn ich das Spiel nicht zerstöre, machen wir noch Leckerchen für Katsu. Kommst du nach vorne durch? Ja, ist da. Drückt mir die Daumen, dass es nicht abkackt. Ich habe ja gespeichert. Zur Not. Hab ich nicht. Hallo? Mit dem Mikrofono. Das ist das. Gugu, das ist nur der Controller. Moment, sorry. Ich muss ein bisschen so rumrutscheln. Ach, eure Flauschigkeit. Sorry, sorry, sorry. Jaha, jaha. Immer sitz. Das ist der Finger. Das ist der magische Finger, der dir was sagt. Gugu. Ja. Die andere. Okay, jetzt würde ich ja noch. Ja, okay. Ja, okay. Hat ja gewonnen und so. Hier. Achso, im Übrigen im Hintergrund sitzt auch noch einer, der gerade hochguckt. Aber der guckt mich gerade noch komisch an. Ich habe das Gefühl, dass die Kamera rübergerutscht ist. Kann das sein? Die ist total merkwürdig off. Man kriegt doch nie was zu essen und so. Ist doch immer so. Hast du gerade zwei auf einmal? Arme Junge. Wenigstens eins. Reicht. Müssen gucken, ob das Spiel noch funktioniert und so. Ich bin jetzt die ganzen Krümel auf der Hand. Ach, kleiner Flauschearsch, ey. Es ist schlimm gierig. So. Haben wir das Spiel noch? Da ist es. Bitte sei nicht abgestürzt. Ist abgestürzt. Natürlich. Nee, nicht ist aber diese Krümel von dem Essen. Oh, hat's auch geklappt? Weil er springt ja immer dann hoch bei dem Raustappen. Das ist ganz blöd. Ja, ja, ich habe gespeichert und so. Vor ein paar Sekunden. Schon 8,5 Stunden gespielt. Seht ihr mal. Synchronisiert. Ha, es ist so gut. Es ist so gut. Wenn es mir jedes Mal abstürzen würde. Wo sind wir jetzt eigentlich gerade aktuell? Vulkan von Palawan. Ja, natürlich. Das war es. Ich bin übrigens da hinten nicht reingegangen, ne? Ich bereue es ein bisschen. Schon ein Schatz wieder drin. Hm. Oder wir müssen da. Oder es war da eine Tür, die ist aufgegangen? Dann müssen wir da jetzt lang. Dann habe ich alles richtig gemacht. Und die Leiter sind auch wirklich nur dieses eine Bild, was sie, glaube ich, haben. Und naja. Ah, nee, gar nicht. Nee, ich habe. Nein, nein, alles. Ich habe nichts gesagt. Hier gibt es auch nochmal leicht anders. Man könnte jetzt halt irgendwie nach da hinten springen, aber ich wüsste nicht, wofür ich das machen wollen würde, was ich davon am Ende hätte.
Speicher nochmal eben. Ich würde meinen, wir wollen jetzt eigentlich weiter, oder? Genau, wir wollen jetzt weiter geradezu. Oder komme ich hier nicht rüber? Kommt der hier nicht rüber? Fällt er dann hin? Oh ja. Oh ja. Soll ich laden? Nee, kriegt er hin. Okay. Ich kann halt immer noch nicht sagen, wo genau diese Grenze ist, wo er springen kann und wo nicht. Es ist so schön, oder? Ich mag das Puff. Das sehr. Jetzt sucht er noch nach weiteren Leckerlis. Kleiner Junge. Wo geht's denn hier lang? Ach so. Zum Verschnaufen wahrscheinlich, ne? Das ist ein Verschnaufen. Herzlichen Glückwunsch. Tod Nummer 23. Danke, 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 danke. Also auf 100 sollte ich mindestens kommen, finde ich. Ansonsten, ja. Ja, ne? Ach, seht ihr, da ist ja noch ein Loch. Wäre doch nicht nötig. Na? Was ist denn da? Jetzt sind wir schon fast da. Ist doch überhaupt nicht gefährlich oder so hier. Ich find's toll. Mit. Silberlinge. Ich bin das nicht. Das sind die Nachbarn, die bohren oder tun so, als ob. Also bestimmt mit dem Akkuschrauber ein Loch zu bohren oder so. Genauso hört sich's an. Halt, stopp. Ein Stück. Jetzt. Wach. Raufgekommen. Amazing. Aber. Achso, ich will auch nach da unten, ne? Oh mein Gott. Wie will ich denn das schaffen? Mich da nicht theoretisch auch fallen lassen können? Ich weiß nicht, wie es aussieht mit diesen Zwischen, eben, wo sie da festhalten können. Dann hätte ich mich einfach reinfallen lassen können. Weil man damit darüber gesprungen, einmal rumgelaufen, fertig wäre es gewesen, aber. Was mache ich jetzt hier? Warum bin ich hierher gekommen? Ich verstehe nicht. War völlig unnötig, kann das sein? Ja, wahrscheinlich wegen der Aussicht. Gucken, wie sich das so anfühlt hier oben. Nicht mal ein Schatz oder so. Oh, nein! Oh, doch, ja, okay. Die wäre halt dann, wenn wenigstens noch was versteckt oder so. Schade. War jetzt nicht so die Erkenntnis. Weg! Nein, doch! Oh. Ich weiß halt echt nicht, ob er sich da fallen lassen kann und gleich einfach in der Lava liegen. Bin mir nicht sicher. Ich muss schon ausgehen, dass wir gleich in der Lava liegen. Oder gehen die Leitern rum? Habe ich es gerade verpasst? Zu gucken? Zieh dich hoch, mein Kind. Wo geht's denn hier hin? Hallo, du da. Das sollten wir aber echt packen, finde ich. Ja?
zwar zu früh gesprungen, aber hat trotzdem funktioniert. Ich sag ja, für später, für schlechte Zeiten und so. So viele Zeiten wie diese. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, wie gesagt, wenn ich nicht speichere, falle ich in die Lava. Dafür muss ich speichern. Dass das funktioniert. Fufu, einen wunderschönen guten Abend. Hallöchen, und wie geht es dir? Und so, und alles. Ich hoffe, alles ist putti und frutti bei mir. Keine Ahnung, ich muss von dieser Lava ablenken, hier von dem ganzen Klettern. Im nächsten Tod hast du Nummer 24. Du könntest jeden Tag am Adventskalender ein Türchen aufmachen. Wow. Wow. Oh Mann. Yep. Wenn da noch Kinderschokolade drin ist, aber das wär's. Das wär's eigentlich. Ich mag diese Fotosounds. Und nochmal. Wir sind fast da. Ich bin krank. Nein. Nicht krank sein. Ach Mann. Hast du dich denn versucht, wenigstens gut auszuruhen heute? Ich wünsche dir auf jeden Fall gute Besserung, dass es schnell wieder heile ist alles. Hast du so Schniefnase oder was hast du? Oh, ich bin wirklich oben. Aha. Wollte schon sagen, habe ich was vergessen. Bitte sag nicht, dass ich was vergessen habe. Warum habe ich nur so ein ungutes Gefühl? Weiß nicht, wieso? Ist auch nicht, was er hat. Ich glaube, das ist genau der... Ha! Mein Arsch! Wo kommen die denn jetzt her? Lauf einfach, lauf einfach. Ah, wow. Bin ich ausgewichen? Scheint so, als wären mir die Kommunisten zuvorgekommen. Hi, Indy. Willkommen in meinem kleinen Treibhaus. Was? Sophia? Und ich musste durch diese beschissenen Lava-Dinger überall langklettern und sie lässt mich hier einfach so... Ja, komm halt hoch, ne? Ein ja, komm halt. Eine gute Lebensversicherung. Okay. Ja, dann lass mir halt die Leiter runter. Ach ja, stimmt, im Praktikum. Ach, oh, verdammt. Was macht sie denn hier? Sophia, was machst du denn hier? Dasselbe wie du. Ich habe die Tür entdeckt. Lass uns gehen. Warte, ich brauche keinen Partner. Zu gefährlich. Wer hat gesagt, dass wir Partner sind? Die Firma hat ihre Regeln, Indy. Ich erzähle dir ja nicht alles. Sei vorsichtig. Ich weiß, du glaubst nicht an meine psychischen Fähigkeiten, aber ich spüre Gefahr. Ich bin schon so viel herumgekommen, dass ich an fast alles glaube. Selbst an Verrückte wie dich. Keine Sorge, ich werde den Russen schon aus dem Weg gehen. Nein, die sind's nicht. Es ist irgendetwas anderes, etwas Seltsames. Ah! Es sind keine Russen. Es sind keine Russen, es ist bestimmt keine Russen oder so. Es sind keine Russen. Es sind nicht die Russen. Nein, es ist wirklich nicht. Die zwei Sachen? Die hatte ich nicht gesehen. Da war ein Verbandskassendicker und die große Maschine. Die Spacko. Ich habe gar nicht aufgepasst, was er eigentlich gesagt hat. Sorry, nee, ich wurde so abgelenkt von der Tatsache, dass es keine Russen sein sollen. Wo ist er denn? Ja, Fühle ich immer wieder, fühle ich einfach immer wieder. Sag mal. Er zählt wieder nicht. Da ist noch was. Oh nein. Oh nein. Jetzt hat das Spiel gesagt, nö. Jetzt hat das Spiel gesagt, nö. Nö, 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 nö. Nicht mit mir. Müssen wir gleich nochmal runterklettern. Ich hatte ein bisschen Hummel in den Hintern wegen dem. Wisst schon. Den gemeinen Dingern, die mir dann in den Hintern gesprochen haben und so. Ach, nee. Den einen habe ich direkt gut erwischt, ne? Den anderen dann wieder nicht. Das war nicht anstrengend oder so.
So habe ich mir das vorgestellt. Vielleicht waren das auch schon alle. Hier liegt nichts. Nee, so habe ich mir das vorgestellt und dann auch durchgeführt ohne Probleme. Meinst du, da lag noch was? Na, gucken. Da lag ja noch was. Eine sogar noch bessere Lebensversicherung. Eine noch bessere Lebensversicherung lag da. Okay, danke. Ja, Blindheit muss man mich da drauf hinweisen. Das gehört zum Leben dazu. Wieso bin ich denn eigentlich schon wieder? Achso, das sind die Top Hours. Ja, da kann man nichts machen. Da sind viele Sachen drin, wie Bots ohne Ende. Die kann ich leider nicht einstellen übrigens. Das geht nicht. Nee, nicht noch einer, nicht auch einer. Doch noch einer. Kriege ich eigentlich irgendwas mal nicht ab? Kommen denn die immer alle her, du? Junge. Was haben wir denn hier? Nein, etwas keine Russen. Medizin. Irgendwas Seltsames. Aber müsste sie nicht von hier gekommen sein? Sind die einfach hinterher? Schon ein bisschen suspekt. Oh Gott, die ganzen Waffen. Ich muss sagen, hat sich dann gelohnt, dass ich das gleich verballert habe. Gleich wieder eingesammelt hier. Ja, nehme ich auch noch mit. Weiß, wie viele hier noch sind. Wo ist denn jetzt Sophia hin? Hallo? Stoi. Ah! Ja, ich bin hier. Ach Mann, er hat wieder so ein richtig gutes Aim, ne? Dreimal am Kopf vorbeigeschossen. Muss ich noch näher ran oder was mit der Waffe los? Stoi. Naja. Das hat wieder geklappt. Okay. Shit, die ist jetzt in der blöden Kiste. Oh Mann, oh. Wieso höre ich so ein Ticken? Sind das von den Generatoren? Ich glaube, mit dem Nicht-Aim kenne ich aber auch nicht. Ja, aber läuft halt so bei ihm. Was soll ich denn machen? So viel Glück habe ich immer nur ich. Immer ich habe ich ein Pech. Der Pechvogel. Ja, ich schaff's halt irgendwie. Ich weiß auch nicht. Das sieht interessant aus. Ich das mache. Na, das ist nichts. Das ist bestimmt nichts. Das war jetzt schon mutig, ne? Nein, lauf. Nein, nicht da lang. er hat sich umgedreht. Warum hat er sich denn jetzt umgedreht? Ich wollte da eh noch nicht lang. Ich wollte da wirklich nicht lang, ne? Wollte ich wirklich nicht. Mal da gucken, was bei denen so lang geht. Warte, wir könnten ja auch aufs Ziel gucken, wenn wir da wirklich lang sollen, gehen wir da wirklich eh gleich lang. Oh! Das war der schlechte Knopf. Das war der ganz schlechte Knopf. Lauf! Nicht da lang! Oh. Kriege ich noch alle tot oder habe ich gleich ein Problem? Ja. Das war der schlechte Knopf. Okay. Den will ich gar nicht drücken.
Ich will nicht noch mehr Verstärkung ranholen, nee. Das sieht interessant aus. Ich hätte eigentlich gesagt, der muss halt irgendwie nach oben, aber naja, okay. Diesmal geht's auch ohne Probleme hier. Er hat ja gesagt, er hält sich von den Russen fern, deswegen wir wollen nicht zu den Russen. Aber man muss ja mal gucken, was der Knopf so macht. Wie soll denn das gehen? Den Knopf drücken? Ich habe immer Angst, dass ich irgendwann einen Knopf drücke, der wirklich auch nur der Todesknopf ist, so wie der eben. Ging aber schnell. Vielleicht benötige ich hier etwas Hilfe. Was meint er mit Hilfe? Was sind hier Löcher? Es ist auf jeden Fall markiert, aber... Muss ich jetzt die Tante retten gehen? Ich will aber nicht. Ich will einfach halt weiter. Drauf schießen wird wahrscheinlich nicht funktionieren, ne? Nee, er aimt nicht drauf. Und ein Stück. Jetzt. Achtung! Das war nicht so spektakulär. Ich dachte, er macht wieder Geräusche. Sorry, ich dachte, das wird aufregend. Dann halt nicht. Dann klettern wir einfach hier durch. Was soll das schon sein aus einem Lavabecken? Mehr Lava halt. Nein, nein! Jetzt hat sich gedreht. Ich wollte nicht in die Lava springen. Wollte ich wirklich nicht. Viel Arbeit für Tim heute wieder. Einfach nur rennen, nur springen, ganz entspannt. Ist doch nichts dabei. Ich höre das Dings wieder. Ich die vielleicht rufen sollen? Oh nein. Er hat einen Clip erstellt. Okay. Jetzt geht woanders lang. Tut trotzdem weh. Tut trotzdem weh. Das ist bestimmt nicht nur der eine Russe. Wo ein Russe ist, auch noch ein zweiter Russe. Ach, da ist er ja. Hat er einen Schlüssel fallen gelassen? Wie sie hier sitzt. Oh. Da ist ein Schlüsselloch. Jetzt brauche ich nur noch den Schlüssel. Kann ich mit ihr hinter durchs Gitter reden? Bist du in Ordnung? Wie sehe ich denn aus? Wie ein Fisch im Netz. So viel zu deinem eingebauten Gefahrendetektor. Suche den Schlüssel. Lass mich nicht hängen, Jones. Ich bin deine Fahrkarte hier raus. Vertrau mir. Wie ein Fisch im Netz. Ja. Es ist eine Tür, aber ich scheine sie von dieser Seite nicht öffnen zu können. Ich habe doch noch gar keinen Schlüssel dabei. War der da drinne?
Nichts passiert. Kannst du nicht erzählen, dass die hier doch den Schlüssel irgendwo versteckt haben? Bist du in Ordnung? Wie sehe ich denn aus? Ach, schade. Wie ein Fisch im Netz. So viel zu deinem eingebauten Gefahrendetektor. Achso, nee, die hatten wir noch gar nicht. Schlüssel. Lass mich nicht hängen, Jones. Ich bin deine Fahrkarte hier raus. Vertrau mir. Hast du den Schlüssel? Noch nicht, tut mir leid. Versuch's bei den Wachen. Eine von ihnen muss ihn haben. Das ist jetzt aber nicht der, der vorne lag, wo das irgendwie in der Kiste gelandet ist, oder? Hä? Okay, dann muss ich mich auch vorher heilen. Das geht sonst nicht. Kriege ich Probleme? Ich schwiere vielleicht auch am besten. Dum, 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 dum. Ja, oder gleich die ganz andere hier. Der Gewehr. Er braucht unheimlich lange und schießt dreimal daneben. Wir müssen ihn viel mehr heilen. Die schießen sehr viel schneller, als ich dachte. Sehr viel schneller. Ich habe das Gefühl, dass die Waffe auch nicht so unbedingt praktisch ist. Ich glaube, ich renne einfach in die rein. Wird schon helfen. Sind die auch mal gleich so krass bewacht hier? Kann ich auch die andere nehmen? Ich habe ja noch eine Maschinenpistole. Eigentlich wäre die Granate perfekt für die Guys, ne? So ist okay. Nee. Will ich nicht. Ты опять здесь? Иди сюда. Ne, für den Fall, dass er wieder nicht zielt. Ist jetzt der letzte? Nein. Stirb nicht komisch, bitte. Danke. Magazin. Die liegen aber echt romantisch. Guck mal, die machen ein bisschen Löffelchen und so. Ah, die Russen. Ist eine schon wieder verschwunden, glaube ich. Ja, jetzt andere auch hinterher. Schön, 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 schön. Ich hoffe, ich komme nachher leichter dadurch. Wahrscheinlich muss ich wieder denselben Weg laufen, ne? Und praktisch. Nee, warte. Nicht, dass mich das gleich kaputt macht. Bitte nicht noch mehr Russen. Ich sag's auch noch, ne? Ich sag's auch noch. Sehr schön. Hat doch mal geklappt zur Abwechslung. Nur so ein bisschen Leben verloren bisher. Nein, nicht in die Lava springen, bitte. Was? Meerrussen? Ja, die kommen aus dem Meer.
haben die denn den Schlüssel? Steht das nicht? Muss ja noch ein ganzes Stückchen laufen hier. Hä? Wieder weiter runter? Können die Kisten eigentlich auch explodieren? Oder ist das nur so ein Gerücht? Einfach eben durch mehr Schuss. Ja, könnte funktionieren, ne? Wo willst du hin, Katze? Wo willst du eigentlich hin? Sind wir mal mutig? Brechen uns den Nacken? Oh Gott. Um Gottes Willen. Um Himmels Willen. Ja, da hinten in der Ecke schon mal ruhig, habe ich gehört. Das ist die gute Pistole, Mann. Stoi! Der darf wieder treffen, oder was? Nee, 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 nee. Dann nehme ich jetzt gleich die ganz andere. Dann hat er... Nee, hat er jetzt verschissen. Dann muss er jetzt die Automatik wieder. Nicht die gute. Mit der klappt es wieder, komischerweise. Ich glaube, genau für die Probleme hier, den Russen, habe ich diese Waffen. Eine sogar noch bessere Lebensversicherung. Seine Prioritäten finde ich super. Zum Übrigen. Lebensversicherung und so. Guck mal, da hängt der Schlüssel. Ein Schlüssel. Ein Schlüssel. Plum. Plum. Das Gefühl so, ne? Manchmal muss man auf die klassischen Waffen setzen, denn läuft das viel besser. Was wollen wir denn jetzt hier machen? Das andere hätte, glaube ich, auch rausziehen können. Kann das sein, was da oben war? Nicht, Da scheint was drin zu sein. Ich kann das nicht noch weiterziehen. Zu schieben dann, oder was? Nicht genug Platz. Oder ist es wegen den Ranken? Doch, ewig viel Muni davon. Ja, eben. Ist halt lächerlich. Na, krieg ich wieder irgendwas, was mich tötet? Na, Felsen, du, ich, wir beide. Ich will mich verarschen. Ist nichts drinne. Nur zum Hochklettern, oder nicht? Haben wir ja noch was versteckt? Mich so drauf gefreut und dann macht er sowas. Und wir könnten auf der anderen Ecke noch gucken. Vielleicht können wir da noch hoch. Und er hat schon richtige Flecken unterm Hemd, du. Richtige Schweißflecken. Das wird nix. Mal kurz gucken. Ja, einfach hoch und dann fallen lassen? Könnte funktionieren. Nee. Nee. Indy, nein, 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 nein. Mal Rückwärtssalto oder so. Zieh mal eine Waffe. Dafür was? Was meinst du? Nee, er fällt. Schwimmen sieht anders aus, dann macht er komplett senkrechte, waagerechte. F10 fix me? Wie meinst du das? Einfach nur F10 drücken? Oder muss ich noch was anderes machen? Dann
Habt ihr gleich einen anderen Bildschirm? Nicht wundern wahrscheinlich. Habt ihr nicht? Ach so. Sieht immer noch nicht gesund aus. Ach, ist ja cool. Oh mein Gott, danke. Alte 4. Muss man auch mal erlebt haben. Muss man eigentlich überhaupt nicht erlebt haben. Das ist völlig normal, Tim. Ach, ich rutsche heute mal weg hier. Danke. Fix me. Ich mag es, wenn die Entwickler dann sowas denken, ist schon... Also es könnte so ein paar Bugs geben. Beheben wir die Bugs? Nein, aber wir machen eine Lösung rein. Ja, dann wird das helfen, danke. Unglaublich. Ja. Das ist voll gut. Danke. In jedem Spiel, was ich heute schon gemacht habe, bei Sims durfte ich das heute auch schon einsetzen. Komm ich nicht mehr hoch oder was? Ich muss wirklich klettern? Oh, Mann. Warte, ja doch, ich muss hoch und wieder runterklettern, ne? Ja, jetzt ob das alles geplant war. Das ist wieder nur ein Knopf, ne? Nein. Wir müssen sie, glaube ich, schon retten gerade, oder? Ja, es ist in der Zelle. Ich muss trotzdem noch diesen Knopf drücken, das ist wichtig. Ich brauche den. Ist da der Schatz jetzt eigentlich versteckt? Ups, das war clever. Ach, das ist nur ein kleiner Schatz. Naja. Eine Statue. Ja, deine Statue. Da freut er sich immer so drüber. Das kleine, kleine Statuen. Ich hätte auf die andere Seite springen können, das wäre clever gewesen, aber ja, clever bin ich halt nicht, ne? Ich hab schon wieder was. Das ist der wertvolle Schatz. Ah! Der richtig gute, der ein bisschen mehr Caches bringt. Ich verstehe. Oh. Ach, der bringt 100. Also ein kleines Medipack quasi, was ich da gefunden habe. Wenn ich es mir umrechne. Okay, jetzt müssen wir nur noch einmal rumlaufen, ne? Hätte man ja so theoretisch gesehen auch gleich machen können. Okay, die kriege ich wirklich nicht. Und danach erst im Kreis laufen. Hat nicht viel geändert. Ja, eben. Eigentlich ist es halt nur ein kleines Medpack. Med und so. Alter, warum drehst du dich? Ach, Indie. Tu, was ich sag. Nur ein Stück. Ich finde das so gut. Ich glaube, ich brauche das mal als Sound Alert. Blöden noch ein Stück. Ah! Ich bin jetzt mal richtig mutig hier. Ich ziehe jetzt einfach durch. Hätte sie auch noch mal einen Kopf stoßen können, du, ganz ehrlich. Ja. Ja. Hallo, bin wieder da. Ich raff's halt nicht, dass die ernsthaft die Tür gefunden hat. Ist von oben rein und so. Die Russen hinter ihr, das hat sie nicht gemerkt. Nee, hat sie nicht gemerkt. Okay, Sophia, ich habe den Schlüssel gefunden. Hat lang genug. Sicher, dass der richtige ist? Brav oder ich werfe ihn weg. Besser nicht. Du brauchst meine Hilfe. Leider hast du recht. Da oben ist ein Tor und allein komme ich nicht durch. Danke, Indy. Ich schaue mich jetzt erstmal gründlich um. Warte.
Bis bald. Was? Nein! Bye, Bitch. Trottel hat mich rausgelassen. Bin einmal weg. Ist hier gar nichts mehr? Dass sie mit irgendwas hier ausstatten sollten, aber... Ja, ist klar. Hm? Doch, doch, doch. Ist wieder typisch hier. Ich gehe mich jetzt erstmal umsehen und ja, tschüss. Tschüss dann auch. Hier rennt safe gleich hier wieder irgendein Russen rein. Bestimmt doch. Ich hoffe, sie wartet einfach wirklich bei dem Knopf, ne? Besser als Babysitten. Ja, oder Escorter, genau. Man will es ja nicht wahrhaben, aber es ist eigentlich schon gut, so wie es ist hier. Muss ich mit ihr reden oder kapiert sie, was sie machen muss? Wenn sie da schon steht? Leon! Help! Hm. Jupp, wir sollten vielleicht mal drüber reden vorher. Oh Gott, wo steht der denn? Vielleicht macht es auch dann Geräusche erst, wenn ich jetzt gleich drüber gehe. So muss man nur mit den Frauen reden, Mann. Mach halt einfach. Hier steckst du. Irgendwas gefunden? Nichts Unheimliches, wenn es das ist, was du meinst. Und diesen Knopf. Wofür ist dieser Schalter? Er öffnet das Tor dort oben. Warte, bis ich in Position bin und dann los. Sag wann. Wann? Verarscht. Ach man, immer diese Frauen, die man alles erklären muss. Ich hätte das einfach gedrückt, den Knopf. Was ist da los mit ihr? Sie waren drücken Frauen keine Knöpfe mehr? Einfach so. Jetzt, Sophia! Bye! Hey. Indy, alles in Ordnung? Ich kann es von dieser Seite nicht öffnen. Nicht schlimm. Ich muss noch etwas spionieren. Warte! Ist wieder weg. Was ist mit dieser Vorahnung? Hast du sie immer noch? Ja, aber die Gefahr ist noch weit entfernt. Dir wird nichts passieren. Vorerst. Ich mag ihren Optimismus. Okay. Okay. Meine ich, ja, doch. Oh, da hinten geht's nochmal ein Versteck. Mach die mal noch mit. Mir hat definitiv nur den Kopfstoß. Ist alles in Ordnung. Habe ich nicht gemacht. Habe ich nicht gemacht. Ich glaube, ich bin zu früh abgesprungen, oder? Ha. Ich meine, ich wollte auch gar nicht lang oder so den Schatz holen. Nee, den brauche ich gar nicht. Niemand braucht Schätze, wenn sie wehtun. Oder einfach runter. Mich würde es nicht wundern, wenn sie das Schwingen als Feature beworben haben. Meinst du jetzt echt in dem Sounder oder was? Ja, schwing dich mit der Peitsche von Ort zu Ort. Ja, ja. Sieht ja genau aus wie die Wand, die vorne kaputt war. Ich kann es ja probieren, kostet ja nichts. Ich weiß nicht, warum vorne noch markiert ist. Das verstehe ich nicht. Ja, früher als es rauskam, vor 100 Jahren oder so. 99 meinst du? Ja. Ja, schon so. Ho, 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 ho. Goodbye. Noch völlig vorbereitet. Ich würde mich eigentlich oben nochmal umgucken. Ich wollte noch nicht. Nein, nein. Nein. Nein, 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 nein. Ist ja wirklich lang. Das wäre nur so ein Gimmick. Und 28. Schädel. Mystische Zeichen. Die machen mich ganz nervös. Soll ich nochmal vorne an dem Gate kurz dran rumziehen oder so? Nein, mach mal weg.
Ist es der sicherere Weg da unten lang? Oder was soll das sein? Verstehe ich halt nicht. Das Tor sieht ziemlich stabil aus. Ich glaube kaum, dass ich es aufbrechen kann. Will er wirklich da lang? Vielleicht brauchen wir ja noch was. Hindi ist nervös, ja. Ich komme da doch bestimmt nicht rüber. Auch nervös. Mir hält auch niemand die Hand. Ach, das geht ja doch. Ach, guck mal. Schon ganz wuschig, ja. Ja, ja, ja. Ich ja auch hier. Hat der Sophia wieder gesehen und so. Da wird die gleich ganz anders. Wenn du das immer nicht siehst mit der Kamera. Hurra, hurra. Die Schule ist heute früher aus. Hurra, hurra. Was ist das? Ein Verbandskasten. Was soll das denn? Steck mal lieber weg. No. Hat sie ihn erwischt. Das ist eine Ecke. Das vergisst man. Ich riech doch schon wieder die Russen. Kriege ich denn das Ding kaputt? Will ich das überhaupt kaputt kriegen? Habe ich gespeichert, bevor ich hier Schwachsinn mache? Muss jetzt Kisten schieben oder was läuft jetzt hier? Ernsthaft? Na, dann ziehen wir mal. Naja. Es ist viel zu kurz, ne? Es ist viel zu kurz. Die Geräusche. Geräusche. So einen richtigen Funny Chase, das könnte länger gehen. Nicht genug Platz. Ja, da ist doch noch. Guck mal hier, die kleine Lücke und so. Schiebt da noch ein Stück. Nee, nicht genug Platz. Unglaublich. 20 Bits oder so hinzufügen, das länger ist. Ah, das müsste aber schon echt lange sein. So mindestens 20 Sekunden, dass du für jede Sekunde bezahlst oder sozusagen. Okay. Rein. Was ist das? Ein Ersatzteil. Sehr gut. Schön, dass wir schon mal mitgenommen haben. Also dafür ist Kamera echt... Kamera, sage ich schon. Hier, Karte echt gut. Praktisch und so. Wir Haie zurückkommen. Andi mit Bart. Skubanmeister? Ja. Hä? 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 Dann kriege ich auch noch mal vorher einen Schluck. Und ich stüpse mich direkt ab. Aber ich kann mich jetzt eben nicht deaktivieren oder so, weil Spiel stürzt uns wieder ab oder so. Ne? Kennt man ja. Mal über Kabel lösen. Flop. Also wenn dann alles.
Und schon wieder. Moment. Haare wieder herholen. Mama. Mach mich mal zum Affen für euch hier immer wieder. Nur für euch hier. Aua, mein Kopf. Huch, jetzt habe ich es weiter zusammengeschoben. Nee. Nee. Ich erschieb's gerade einfach alles nur. Irgendwas ist komisch. Wahrscheinlich der Bart. Ich sag ja komisch. Die Katze ist aus der Schublade rausgekommen. Na klar, die war auch gleich draußen. Zeit zählt jetzt, würde ich sagen. So bis 51. sonst breche ich immer alles aus und so geht halt nicht. Jo. Ach so, wenn es klappt, im Übrigen habe ich bald eine neue Haarfarbe. So für zwischendurch, wenn ich mal lustig bin. Vielleicht noch passend zu Halloween. Ich bin gespannt, ob das alles so klappt, wie ich es hoffe, träume, wünsche. Da will ich gar nicht hoch. Für 20 Minuten, genau. Ah. Hat er schon mit dem Boden und den Füßen verloren. Ich sehe nichts mehr durch meinen Bart. Ich sehe ja generell nichts durch die Kamera, aber... Oh, dieses, immer dieses Abpassende. Ich würde gerne mal das Level jetzt beenden. Gehen wir jetzt unten oder oben lang? Vielleicht oben lieber, ne? Wir rennen einfach. Nicht sein Ernst? Was ist? Es ist wieder. Nee. Ich bin unsterblich. Ich glaube, ich bin unsterblich. Das wird das einfach mal noch ein Safe. Es ist wieder weg. Ich heile mal vorsichtshalber. Das muss ich jetzt... Oh Gott, das muss ich jetzt nicht haben hier. Oh meine Güte. Ah, ja, hab ich. Schon wieder diese Russen, die ich nicht gesehen habe. Achso, ich habe ja nur den Quicksave da gemacht. Ja gut. Die großen Verbandskästen habe ich noch so viele, deswegen denke ich mir, mach mal noch. Na! Das ist nicht. Mach ich gerne immer wieder. Ich hab da schon die Automatik. Ich hab die Automatik ausgewählt. So ist besser. So gefällt mir die ganze Geschichte deutlich besser. Deine Waffe wieder... Oh. Ja gut, ich komm ran. Das ist die Hauptsache hier. Es geht auch anders. Es geht immer anders. Was ist jetzt eigentlich mit der Secret Area? Ich habe das Gefühl, wir kommen hier gleich ganz woanders lang und kommen da nicht mehr zurück. Naja, egal. Dann ist es so. Volodnikov muss hier gewesen sein. Zu dumm, dass er nicht besser auf seine Ausrüstung achtet. Dieses Ding braucht einen neuen Flaschenzug. Ja, wie gut, dass ich einen dabei habe. Braucht er die Kiste dafür oder so?
Objekte? Das hat nicht funktioniert. Zufällig einen dabei. Zufällig vorbereitet. Wie macht er das jetzt so? Dieses Ding braucht einen neuen Flaschenzug. Den habe ich doch in der Hand, Mann. Nutze Flaschenzug oder Kette. Ist die Kette nicht der Flaschenzug? Ich wollte einfach nur mal das wegmachen gerade. Ich weiß auch nicht, in welche Richtung. Das hat nicht so recht geklappt. Wer schießt denn da schon wieder? Ah, die Russen. Es sind immer die Russen. Was ist mir egal? Aua. Aua. Ist mir nicht egal. Ist mir nicht egal. Okay. Auf geht's. Noch mehr Russen. Noch mehr Russen. Hau ab. Hau ab. Haust du ab. Die Heilung hat sich wirklich sehr gelohnt. Hm? Finde ich gut. Bye bye. Ist doch zu, ist doch zu. Warum ist das doch zu? Wo ist der Knopf? Hör auf! Ah. Jetzt haben wir wieder einen Knopf oder so. Wir haben geschafft. Kurz vorher nochmal geheilt. Voll gut und so. Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht. Wie viele Kapitel waren das jetzt? Das fünfte? Auf zu klopfen. Zwei kleine. Na, dann holen wir noch wieder ein paar. Fertig. Sechste. Hä? 17 sind dann, ne? Das heißt noch 11? Ja, ja. Ich hänge auch aus dem Tempel gerne raus langsam. Das ist ein universeller Hammer einfach. Hätte ja nicht auch funktioniert bei der Tür? Habe ich noch nie etwas gehört. Auf dem Schiff? Aber irgendjemand muss ihn vor langer Zeit erbaut und dann verlassen haben. Zumindest hoffe ich, dass er ihn verlassen hat. Mein Bart ist nicht weggerutscht oder so. Einmal Quicksave, einmal das da. Ah, doch, da hat sich gelohnt. Ist das jetzt wieder ein bisschen längeres Level? Weil ich komme jetzt schon ein bisschen kürzer vor ihm. Da ist natürlich nichts unter mir. Was gibt mit dafür vorgesehenen DIN-zertifizierten Wänden? Ah, achso, natürlich. Das wusste ich natürlich. Ja, ja, dann das natürlich nicht. Ups. Was? Na, die Steine bewegen sich. Ich kann mich nicht daran erinnern, davon im Geologieunterricht gehört zu haben. Hm, von den Steinen oder was? Mann, die kaputt machen, bitte? Ich renne einfach. Ich renne einfach. 30! Die hat schon 30. Ich würde sagen, Level 6 von eben. Ähnlich lang wie 4, das Kloster. Echt? Krass. Ach, ich werde die noch nicht mit einer Handgranate. Oh oh. Ist schon ein Stein verschwunden. Die ist mir zu lieb, die Handgranate. Ich werde so untergehen, ne? Ich kann ihn doch nicht gut positionieren oder so. Oder gut springen. Kann ich alles nicht.
Andere Seite des Raumes? Müssen wir erstmal hinkommen irgendwie. Soweit ich betrete, gehen die bestimmt auch nochmal unter, oder? Was ist das denn? Das mit dem Rennen ist jetzt richtig unvorteilhaft. Wie habe ich denn das Rennen eingestellt? Was haben Handgranaten und Efeuern gemeinsam? Wenn man den Ring abzieht, ist dein Haus weg. Ja. Er springt ja wirklich wenig. Muss mich erstmal dran gewöhnen hier. Ach du Schande. Jetzt muss ich das wieder einstellen, ne? Oh, oder lass ich's gleich? Ach nee, jetzt läuft der doch wieder. Wie ist jetzt die Reihenfolge mit den ganzen Steinen hier? Die gehen dann unter, dann kommen die irgendwann hoch und dann gehen die weg. Eigentlich ganz entspannt, wenn man so möchte. Du musst immer wieder kommen. Bin ich eigentlich okay hier? Mal dazwischen einen Zwischenhalt. Das ist völlig in Ordnung. Sind die auch zertifiziert hier? Aus, als würde sie bald einstürzen. Au, ich habe wieder was abbekommen. Ich bekomme immer wieder was ab. Jedes Mal hier. Das tut immer so weh. Mal wieder laufen. Danke. Das betont hat, ja. Nein. Eigentlich habe ich nicht herausgefunden, wie man langsam läuft. Das ist mehr so mein Problem. Ich halt noch gar nicht lang, ne? Lohnt sich das dann? Ich bin mir echt nicht sicher, wo ich gerade hin will. Da kann ich hoch, da kann ich hochklettern, ne? Dann gehe ich, glaube ich, einfach hoch. Guck mal, wie ein Profi. Guck jetzt der Stein vor mir. Niemand will auf den Schatz. Oder das ist kein Schatz, das ist Medkit. Ach verdammt, das ist Medkit. Ich brauche das. Da fängt gerade wieder irgendwas neben mir. Oh mein Gott! Nee, ich muss gar nicht hier bleiben. Ist okay. Es war gar kein Medpack. Das ist einfach nur dieses kleine Gegengift. Dafür kriege ich eine Klatsche. Richtig so Bud Spencer-mäßig? Nee. Nee. Ich habe ihn echt nicht gesehen. Da er ist gut getan. Er ist richtig gut getan. Nee, kann ich irgendwie nicht in dem Menü angucken. Das ist dann nur für die Tastatursteuerung und nicht für die Controllersteuerung. Und ich habe es beim Controller halt nicht rausgefunden. Ja, diese kleine hässliche Motte da. Sehr gut. Guter Junge. Immer noch hier mindestens 6 Minuten mit dem blöden Dixie tragen. Ach Mann. Trinken kann will ich. What if?
Also ich finde im Schnitt so zwei Level pro Stream, dann braucht man nur noch eine Ewigkeit, ne? Das geht eigentlich voll klar. Ja. Yeah. Knopf 6. Ja, danke. Oh Mann, ich kann mir die mal nicht merken, welche sind. Wieso zählt der nicht? Wir sind fast da. Ein bisschen mehr aus hier. Dreckig. Da steht noch der dicke Steinriese, den wir gleich wieder verärgern, denke ich mal an. Oh Gott. Dann zurück. Ja. Nee, das macht nichts. Was ist das jetzt? Ein Schlüssel. Er pennt noch. Er pennt noch, das ist gut. Mit dem die ganze Zeit wieder zurückrennen. Okay, dann ist ja ganz gut, dass wir da noch nicht lang sind. Nee. Ich habe auch Angst gehabt, dass er zu weit geht ein bisschen, aber hat er nicht gemacht. Ja, der kann da schön stehen bleiben. War gut, dass es mich erst zum Schlüssel lotet diesmal und nicht erstmal wieder zurück irgendwie, wo ich den brauche. Das wäre richtig unvernervt. Mir fast gedacht, gedenken könnt. Oh, ich muss da hoch. Hast du es auch wieder ins Discord gepackt? Ich gucke die meistens jetzt nach dem Stream immer durch, weil da echt eine Menge guter Clips entstehen. Da muss ich euch mal echt Respekt ausdrücken hier, mein Lob für all die guten, tollen Clips immer, die mir so fleißig gemacht werden. Weil ich verpeile das immer total im Nachhinein nochmal durchzugucken, die Stelle zu finden, wo ich mir denke, ja komm, kannst du mal klippen hier, lohnt sich. Ach, na. Keine Ahnung. Wenn ihr das macht, dann bin ich mir da sicher, okay, dann würde sich das auch jemand anderes angucken wollen. Dann passt das. Nein, runter. Runter. Kommen wir jetzt wieder eigentlich so gut dahin oder anders? Gut. Die Stände sind ja so aufgetaucht eben, dass ich gut rüber konnte, aber zurück. Muss ich dann im Kreis laufen? Will ich das? Ah doch, müsste eigentlich passen. War ich zu gierig. Nee, ich kann auch alle vorwärts in die Lava. Das kann ich auch. Schon gelernt. Muss dafür nicht rückwärts. Kennt ihr das eigentlich zum Sportunterricht? Wenn die Kinder so eine Rolle vorwärts machen sollen und es einfach nicht hinkriegen? Wart ihr eins der Kinder, was Rolle vorwärts nicht konnte? Oder wart ihr so eins der Kinder, was einfach so eine Rolle macht und sich denkt, hey, what the fuck, Potsdam kann doch jeder. 32, ja. Aber dafür diesmal mit Glanz Chlorie und so weit. Nie meine Füße, bitte nicht meine Füße, danke. Ich hätte auch runterklettern können. Ja, und dann hätte ich rüberspringen müssen. Ja, jetzt bin ich halt hier, ne? Stehe ich hier. Achtung, fang mich auf! Abgehängt.
in der Oberstufe sogar Turnen als Sport gewählt, weil ich das ganz gut konnte. Oh, ich war auch richtig gut drin, ne? So an diese zwei Stangen mal so hin und her purzeln. Also, wo man so eine höhere Stange hatte, so eine niedrigere. Und dann hast du immer solche Flip-Flops dazwischen durch gemacht. Ich war richtig gut darin. Das war das Einzige, was ich mal konnte. Gute Note abgesahnt und dann quasi die Sportnote irgendwie gerettet dadurch. Das tut doch bestimmt weh, oder? Verschlossen. Ich hab wohl nie Glück. Das ist ein richtiger Hai. Der sieht voll cool aus. Hai-Schlüssel. Und was der Turner-Familie hat wohl irgendwie geerbt. Auch wenn ich sonst keinen Bock auf Sport habe. Ja, voll gut. Irgendwas muss man halt können, ne? Ich will verdammt sein. Sie hat sich geöffnet. Wenn man sonst im Volleyball den Ball abbekommt. Ich muss sagen, es hat eigentlich Spaß gemacht zu spielen immer, aber ich konnte eigentlich immer nur den Aufschlag und so, mehr konnte ich nicht. Schweiß nicht. Was meint ihr? Wird das eine Falle sein? Sieh sich einer das an. Eine Tiki-Statue. Mit merkwürdigen Armstummeln. Au! Der kleine Stein hat mich nicht beschützt. Okay. Oh, ich inzwischen sehr viel gerne Fahrrad fahre. Ach ja, Fahrradfahren macht aber auch echt Spaß. Ich habe dieses Jahr wieder kein Fahrrad angerührt, weil es eingesperrt war in dem Keller. Ich immer noch sehr Hass drauf schiebe. Weil ich einfach nicht mit dem Fahrrad rankomme. Es muss doch irgendwo was geben, wo ich sage, okay, ich kann dann da rumspringen oder nicht. Weil die Tür geht ja gleich zu mir. Ach, etwas da drin oben. Zu sein. Vielleicht kann ich das Ding mit der Peitsche bearbeiten. Sieh sich einer das an. Eine Tiki-Statue. Mit Merk. Was, da scheint was drin zu sein? Wer, was wollte er jetzt mit der Peitsche bearbeiten? Ach, der Junge, ey. Hallöchen, ups, Mutti, da, wie geht's? Da ist ja noch ein Schatz. Ja, hi, Schatz. Da ist noch ein Schatz über dem Schatz. Nein, nicht. Musst du noch mal hauen hier. Da hat mein Rappe nach Holland genommen. Oh, das muss geil gewesen sein. Ja, glaube ich. Ali, du bist dein Bart und Ohren wieder los. Stimmt. Jaha. Mach ja schon. Eine Statue. Huch, oh, sorry. Man sich halt nicht muten kann oder so, dann hau ich euch eben alle kaputt. Mir ist die Kamera schon wieder ein bisschen dunkel geworden heute, ne? Ist mir egal. Hauptsache, ihr kennt mich noch. Ich bin noch da. Anna, wie geht's dir so? Wie ist es? Ja, ja, du. Bup. Ich fühle mich richtig clever, ja. Richtig ausgeklevert hier. Wenn man sich vorher umguckt. Ich muss halt sagen, ich war wieder so ein bisschen drauf und dran. Ich wollte halt sehen, was passiert, wenn es passiert. Fuck, die Steine sind wieder hier, ne? Das schaffe ich doch nicht. Ich kann das nicht. Nee, dann erst recht nicht. Oh Mann. Ich muss nur bis nach drüben kommen. Genau, genau, genau. Solange die Steine schießen, ist auch alles gut. Dexter ist wieder Labcat. Labcat? Ach, sehr gut. The cat in my lab. The cat in my lab. Nee, ich will den anderen Stein. Wenn ich schon gleich da durchrenne. Oder? Da kommt doch noch einer, ja. Anna, hast du jemals ein Indiana Jones Spiel gesehen? Es ist so aufregend. Er hat so viel zu erleben.
so viel zu sterben. Spannung. Du das Level heute auch noch schaffst. Ja, ich auch. So ein bisschen werde ich auf jeden Fall noch machen. Mal gucken. Mal gucken. Ich kann die halt überhaupt nicht einschätzen, wie lange die dann immer sind. Oder wie lange ich dafür brauche. Ne, Beispiel schwimmen. da. Backpfeife hole ich mir nicht ab, ist mir egal. Huf. Easy cheesy. Oh Gott. Diese Tür hat merkwürdige Vorsprünge. Was habe ich denn gerade eingesammelt eigentlich? Ich würde vergessen, dieses Tiki-Dingens, ne? Gute Idee, aber nicht gut genug. Wieso nicht? Achso, es muss darauf und dann schieben irgendwie. Okay. Passt. Und die alten Harry Potter-Spiele. Oh. Oh. Nee, ich... Das war einfach nur so ein Hinweis. Ich habe nicht mehr drüber nachgedacht, ob man irgendwie da jetzt sarkastisch sein müsste oder sowas. Das ist einfach nur dieses, ja. Ich wüsste echt aber gerne in dieser abgezogenen Steuerung, wie viele Probleme und Tode ich da mal kriege, die mich sonst anstelle. Weiß ja jeder, dass Steuerung nicht zum Meister gehört. Oh Gott, um die Kamera oder so. Was haben wir denn hier? Puh, die macht nicht das gute Gameplay aus. Das ist ein Affe. Oh, bei Tomb Raider gab es auch einen Affe. Der hat einem so einen Scheiß geklaut. Ich mag dich nicht. Ich erschieß dich. Und, aber wenn man gut zu ihm war, haben sie einem später was gezeigt. Also ich ignoriere ihn einfach. Trau dem nicht. Ich trau dem scheiß Affen nicht. Da sind noch mehr Affen. Hey. Hey. Ja, ja, ist gut. Das sind Heilkräuter. Ich hab's kapiert. Ich sag so viel, man kann den Affen töten. Ich mach's lieber nicht. Das ist wie mit den Hühnern bestimmt in, könnt's versuchen, aber ich versau mir alles, ne? Das garantiert der Affenprinz und ich werde nachher alle auf mich raufhetzen oder so. Ich seh's doch kommen. Grundsätzlich gibt's da unten... Ich schaff doch den Sprung nicht, oder? Also die Statuen zeigen auch wieder, dass man so schwingen kann, aber ich sehe jetzt nicht wo. Ich gehe mal ganz kurz den Kater raus, das ist sofort wieder da. Guter Sprung, danke. Ich habe mir ganz viel Mühe gegeben. All meinen Mut zusammengenommen und bin einfach gesprungen und dann gefallen. Also ich kann ja mal gucken, ob er was macht. Aber er macht nichts. Er macht nichts. Okay. Nö, das sieht genauso aus. Das war schon mein weitester Sprung, den ich jetzt geschafft habe. Dann das ist okay. Dann habe ich jetzt Gewissheit. Hm. Nein, 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 nein. Nicht, dass ich wieder in den Abgrund springe oder so. Man muss halt mal ein bisschen experimentierfreudig sein in diesem Spiel, sage ich immer wieder. Immer wieder sage ich das. Bestimmt zum ersten Mal erwähnt, aber... Das wird zum schon häufig gedacht.
Ah! Kriegt er die Gute zu spüren? Oh. Was hat sich denn hier eingenistet? Ich mag das Level, das sieht voll schön aus. Mag ich der. Noch ein Affe, noch so ein Scheißvieh. Ach man, klassischer Anispruch. Kann bestätigen, den schon oft gehört zu haben. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, ja, ne? Ah, um Gottes Willen. Schaffe ich jetzt den Sprung oder nicht? Es sieht doch genauso weit aus wie vorhin. Oder so wie bei, wie war das? Crash Bandicoot, man einfach auf den Rand lang kaufen konnte. Ah, es hat wirklich funktioniert. Nein, 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 nein. Ich will ja wirklich wieder hoch. Bestimmt will ich das. Mhm. Das ist eine gute Stelle für mich. Ich bin direkt verschwunden. Du kannst gar keinen Tod nachweisen, wenn du keinen Körper findest. Das geht gar nicht. Um Himmels Willen. Ich habe echt überlegt, auch, ob ich mich hier runterlasse. Ich glaube, ich sollte mich hier sogar runterlassen. Kann das sein? Ja. Es ist wirklich gedacht, dass man sich runterlässt. Upsi. Ein scheiß Affen hier, ne? Alles gut, alles gut, das muss so. Oh, sein Kopf hat kurz ein bisschen komisch ausgesehen. Dafür habe ich die ganzen Russen erledigt, ja. Und ich dieses Tier erledigen kann, bevor es mich erledigt. Dann haben wir hier noch eins. Oh mein Gott. Der wollte bestimmt nur abhauen, ne? Der wollte mir gar nichts tun, der wollte nur abhauen und ich erschieße ihn einfach. Weil ich der schlechteste Mensch auf der ganzen weiten Welt bin. Wenn man mich halt kennt. Okay. Ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Es gibt doch nicht, wie viele wohnen denn hier? Liegt jemand Eier oder was? Es durfte nicht mal mehr fauchen. Der Affe. Zwei Kräuter. Jetzt hat er zugeguckt. Ah, durch das Quicksilvergefühl fühlt man sich voll frame. Oh ja. Was ist das? Das sind 200 Euro. Oder Geld. Was ist das jetzt? Heilkräuter. Heilkräuter? Ist das Wasser sicher? Okay. Tim eskaliert wieder. Ja, kann ich. Guck. Guck, wie toll ich schwimmen kann. Und keine Sorge, der hat seinen Hut noch. Der kommt gleich wieder. Da bin ich nur ganz schnell weggepackt. Hm. Wieder Sushi. Sushi Time. Da ist ja noch einer. Oh, der kennt mich schon. Der hat sich jetzt auch gedacht, entweder du oder ich, mein Freund. Hat er mich ausgetrickst? Hat er mich ausgetrickst? Wenn ich dir den Rücken zudrehe, fressen die mich bestimmt. Ich will mir da vorne raus. Ah, jetzt kommt er, jetzt kommt er!
mache ein bisschen Sushi für euch klar, ne? Mal gehört, die sind bestimmt total lecker oder so. Kann man Piranhas essen? Ist an denen überhaupt irgendwas dran, ne? Ich hab das Gefühl, die werden hier viel größer dargestellt als in echt. Wobei, ne, es gibt auch größere, ne? Ne, ne, ne. Achtung, Hut ist wieder da. Der ist die ganze Zeit festgehalten. Ja, ja, ja. Gehen sollte die rechte Schultertaste. Guck ich gleich nochmal. Ich bin doch nicht einfach in Wasser, ohne dass ich nicht schwimmen kann oder so hier. Ist wirklich... Amazing. Ich höre schon wieder was rauschen hier. Spielt eigentlich irgendwie mit der Karte die ganze Zeit aktiv? Das würde mich total wahnsinnig machen. Wenn man es nicht kennt vielleicht? Sorry, sorry, sorry für den Moment ruiniert. Ja, wir stehen jetzt vor so einer Tür, ne? Aha. Ich hätte das Kraut wieder aufsammeln müssen. Heilkräuter. Ich mag es, wenn die... Oh, ich mag es, wenn die Kräuter mal so hervorgehoben werden. Das ist voll gut. Endlich ein paar Kräuter hier. Die wenigsten Piranhas sind gefährlich für die Menschen, ja. Ja, ja. Hat mich mal ein bisschen übertrieben dargestellt. Ja, ich habe das Gefühl, noch gar nichts geschafft hier. Hallo, kleiner Affe. Hallo. Uch, oh Gott, er hat sich schon wieder... Um Gottes Willen. Der Affe meint, ich schaffe das. Habt ihr gesehen, wie viel Vertrauen er in mich hat? Ich stehe noch drauf, ich stehe noch drauf. Hallo, kleiner Affe, hallo. Ich wollte den Affen jetzt nicht schubsen oder so, ne? Aber irgendwie bin ich hier noch nicht fertig. Komisch. Verstehe ich nicht ganz. Es ist auch völlig unnötig, die gute Waffe zu nehmen hier. Community-Abend und die ganzen Indie-Teile durchschauen? Uff. Mir ist eingefallen, ich habe tatsächlich wohl letztens doch schon den ein oder anderen Indie-Teil gesehen gehabt. Die ersten zwei vielleicht oder so. Oh, die sind so schlecht, ne? Aber könnt's gerne mal angehen. Ich stricke einfach nebenbei. Meint ihr, das sind Fallen? Kommt er wieder mit seinem Gefühl, oder? Himmels Willen. Nee, nicht schlecht, aber die haben halt diesen Touch halt. Hä, und nun? Komm ich denn da hoch? Ich bin viel zu klein dafür. Optisch, Charaktere, Story. Ja, es ist halt dieses typische flache Dingens gewesen, ne? Hier, da Schatz und dann geh halt da in die Höhle, dann ist da wieder diese Schlangen, alles so, wie man es eigentlich erwartet hat. Also, ich weiß nicht, ob ich mal überhaupt schlecht sagen würde, aber. Auf dem Stein, ich bin auf dem Stein! Ich komme da gar nicht hoch. Ich komme da irgendwann mal runter. Das ist noch davor. Ach, wow. Wow. Nee, ich weiß auch nicht, was ich erwartet hatte oder so, aber ich habe halt nicht mehr viel in Erinnerung gehabt, dachte mir, ich guck noch mal nach und es war halt auch einfach nur das, was es war. Man ist cooler Mann mit Hut. Ach so, natürlich. Sorry. Sorry. Ist da irgendwas? Ich
weiß gerade nicht, was Map mir sagen möchte. Ich bin richtig krass draufgesprungen. Da ist so eine fette Höhle. Kamen wir daher irgendwie? Nee, ne? Ach, sad story of my life. Vielleicht wollen sie deswegen, dass ich irgendwie runtergehe? Kann ich? Kann mich doch daran nicht runterlassen, oder? Irgendwie rüberschwingen? Ich bin zu weit. Hä? Gleich sind wir reiche, coole Männer mit Hüten. Wenn wir so wie die sind, dann ist am Ende jeder der Schatz kaputt. Ja. Das Ende vom zweiten Film. Nein. Nein. Tue ich nicht. Der Brücke? Oh mein Gott, wo das so ganz komisch explodiert ist? Oder war das was anderes noch? War das das mit der Brücke? Nein. Ja, irgendwie zerschießen oder sowas und dann einfach runterlassen? Oder wie macht er das? Oder lieber, ich zerschieße das nicht, ich zerhau das. Das ist eine ganz andere Idee, die ich gerade noch habe. Wahrscheinlich ist es das gewesen. Diesmal. Jetzt. Doch. Da. Da. So, da muss ich einen anderen Weg nehmen, ne? Na, verdammt. Wo will ich denn dann lang? Whee! Monkey, 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 Kram. War ich da schon? Das sieht für mich alles wieder gleich aus. Tempel des Todes. Vielleicht habe ich den dritten sogar noch gar nicht gesehen. Da müssen wir echt ein bisschen was nachholen. Bah. Fröscheln im Mund. Ja, können wir machen. Ach du Scheine. Nette Stäbchen. Ganz nette Stäbchen seid ihr. Hm? Dass wenn ich jetzt daneben springe, ich direkt reinfalle und sterbe, oder was? Die können wir uns doch mal angucken. Also entweder wir machen das halt so, dass wir mit Amazon Prime das wahrscheinlich gucken, weil da gibt's die. Oder einer macht halt noch Übertragung schön peinlich bei Discord, wenn das nicht jeder hat. Geht natürlich auch. Sorry, jetzt verklicke ich mich schon. Ich bin natürlich die hier. Gute Arbeit! Ob ich das packe? Muss ja eigentlich nur geradezu. Ho. Hey. Ein Skorpion ausgedrückt. Oh nein, alles gut. Muss mal jemand erlauben. Ich kann das gerade nicht. Die Leiter hat mich nicht aufgefangen. Hexe für gut. Ja, ist okay. Easy. Gute Arbeit. Du bist ja auch keine Bedrohung für Mojo mit deinen Punkten. Wobei. Du müsstest mittlerweile auch einige Punkte haben. Ich höre da wieder alles. Alles. Du brauchst 6 Granaten. Für mich für eine Spinne am Ende, ne? Ha! Nein! Oh, sie hat mich gebissen. Gebissen hat sie mich. Oh. Oh, Mann.
Ist mir auch egal hier. Aber gut, dass es Kräuter gibt. Wo hab ich denn die hier? Darf man umtauschen? Wo bist du denn? Christian, Mojo, Shadow, Lexi, Tim, Holger, Mine, Flicky, Flack. Nee, drauf bist du noch nicht. Schade. Fehlt noch ein bisschen was. Aber knapp. Hat nicht funktioniert. Ja, der hat doch rumgefuchtelt, der Junge. Der hat nur rumgefuchtelt. Also wenn sie vor mir hängen, glaube ich, ja. Danke, Tim. Danke. Roulette geht doch nicht. Geht doch nicht. Hä? Oh no. Oh no. Rip Anna. Da kommt sie wieder. Ja, so läuft das hier, ne? Tim nimmt sich heute nichts raus. Guck mal, wie sie flüchtet. Bleib stehen. Da ist die Machete. Alles gut. Ich habe ja sogar gesehen, dass da steht, diesmal hat es geklappt. Nice. War noch hoch genug. Ich habe sogar gesehen, dass da steht, Ad permitted und so weiter. Und dann, ja. Ich finde, fuck ist halt wirklich kein Wort, ne? Ja. Oh mein Gott, was hält denn die Spinne aus? Spinnen. Ich glaube, ich treffe die nicht wegen den Dingern. Jetzt sehe schon die Kamera um. Mir wird schlecht. Hier hinten lebt auch noch. Es ist aber auch nicht die gute Waffe, keine Sorge. Der Bot hat aber recht, muss mir drauf achten. Weniger ordinär und so. Meint ihr, das könnte eine Falle sein? Ich weiß nicht. Die anderen Fallen kommen doch dann erst so richtig. Eine Granate. Ist es wert? Stimmt. Hallöchen, Geusti. Na du. Großbuti und Geusti wieder vereint hier. Hey, ich springe einfach. Und wenn es mich unten hin landet. Oh mein Gott. Ich habe sie gerade nicht gesehen. Ich hätte schwören können, die sind unten oder so. Wollte ich auch mal mitnehmen, so ein Tod, ne? So als Andenken. Gehört dazu. Es ist schon so intensiv. Ja, doch. Plopp. Sagt da noch was? Nee. Ach, die ganzen Geister hier. Das ist voll gut, oder? Ah, der Himmel. Jetzt kommen wir halt hier unten raus. Was liegt denn hier noch? Nicht unten raus? Müssten wir nicht da rauskommen, wo ich vorhin hoch wollte erst? Wir sind doch mal ganz woanders. Oh, wir müssen noch ein Stückchen laufen. Noch ein Stückchen. Ich glaube, der Affe möchte mich in seiner Höhle haben. Das ist doch nie langweilig. Nie. Noch ein Stück. Oh Gott, genau. Das Geister treffen. Ja. Schon mal keine Spinnen. Das ist gut soweit. Ha.
Ach, schade. Habt ihr gesehen, wie gut das war, der Versuch? Oh, ich würde die Karte einfach nur ausmachen. Ich fand, das war sehr gut. Ich habe es versucht. Ich habe es gesehen. Ich habe agiert und ich habe versagt. Geh halt einfach durch, ne? Okay, wir sind auf der anderen Seite angekommen. Mal wieder. Oh, richtig geaimt. Dass das nicht geklappt hat. Ja, danke. Oh, danke. Für den Versuch, ne? Ich krieg bestimmt auch eine Urkunde fürs Mitmachen. Bestimmt. Da sind wieder Sachen zum Anleuchten. Moment, hier. Die sind von alleine angegangen. Ich habe die angezündet, ich bin mir sicher. Ohne mein Feuerzeug hätte das überhaupt nicht funktionieren können, ja? Ist das jetzt mal das nächste Objekt hier, oder was? Aha. Ich glaube, es ist ein Schlüssel. Ah! Ah! Was auch mal passiert wäre. Gar nichts. Einfach gar nichts. Komm, langsam wird's albern, wenn hier wegen jedem Scheiß geklatscht wird. Dann nehme ich das nicht mehr ernst. Einfach nur gerannt, ja. Du rennst dann einfach auch nur nochmal, wenn alles wackelt. Dann rennst du halt. Du bleibst nicht stehen und guckst noch, wo es herkommt. Die ganzen Leute über den komischen Film. Macht man nicht. Hauruck. Der Affe sitzt wieder da. Soll ich mir am Ende noch ein paar Kräuter bringen, weil ich so nett zu denen bin? Oh, der Affe ist im Weg. Geh mal. Geh mal, kleiner Affe. Geh spielen. Häusli, wie geht's? Ist bei dir alles noch gut soweit? Alles fit? Nicht zu stressig oder so? Mal hinrutschen. Den Tiki-Schlüssel hat er mitgenommen? Das wundert mich jetzt schon ein bisschen. Was sagt man dazu? Ich habe Glück. Das wird's gewesen sein, Glück. Das sind eine Menge Schalter. Das ist auch 4 Schalter. Das war Annis harte Arbeit. Ja, eben. Muss was rein ins Loch. Ich drück einfach mal, ne? Und nochmal, und nochmal. Sie bewegt sich nicht. Die Tiki-Statue bestimmt. Deswegen haben wir die noch dabei. Er hat zum ersten Mal tatsächlich ein Objekt mitgenommen. Ich dachte, das wäre ein Bug. Ich hätte nicht... Er sagt nichts. Ich hätte nicht mehr dran geglaubt eigentlich. Nee, passt nicht. Haben wir noch was anderes dabei? Der Artefakt? Schade. Hallo? Ich bin dafür... Das, was aus dem Spiel als Sound Alert kommt. Richtig witzig. Was meinst du? Wir haben die Peitsche so zum Peitschen grundsätzlich. Ich weiß ja nicht, ob wir das Dünte mit dabei haben. Vieles sonst aus dem Spiel und aus Tomb Raider. Als Windows Sounds. Oh. Dann nehmen wir das dicke Objekt. Ernsthaft? Ernsthaft? Er ist wieder im Loch verschwunden? Ich hatte es halt ein bisschen gefährlich. Ich verstehe es nicht. Ach, jetzt stehen wir drinne.
Man sieht ja auch noch, da geht's dann auch noch lang und so. Ich muss hier durch. Muss ich. Einer der Knopf geht vielleicht doch. Der zweite. Der Fehlermeldung kam Indies. Was ist das jetzt? Ach, okay. Was ist das jetzt? Sie bewegt sich nicht. Wenn wir den richtigen Knopf wiederfinden. Sie bewegt sich nicht. Hab ich mir schon fast gedacht. Sie bewegt sich nicht. Sie bewegt sich nicht vor allem. Ich finde es interessant, wie der die Knöpfe sieht so. Ganz kurz. Bisschen zu kurz. Es ist grün angezeigt. Ich würde ja irgendwo das Tiki-Dingens reinsetzen, aber nicht hier. Bei dem USB kam dann Secret Sound von Tomb Raider. Ah, das ist auch cool. Ich mag den auch echt. Hat irgendwie mehr als von den Schätzen hier. Hier ist nur so, ein Schatz. Ah, was ist das? Eine Statue. Ich springe einfach viel zu spät. Ist hier vorne noch irgendwas? Habe ich das vergessen? Den Knopf nochmal drücken. Ich doch eine andere Reihenfolge. Ist doch auch nett. Da ist jetzt das dicke Ding. Okay, was nun? Es dreht sich. Noch mehr Tränen oder was machen wir damit? Ich hab keinen Plan, was hier abgeht. Aber irgendwas dreht sich jetzt wohl. Sagen, das ist ein Soundfehler, oder? Was ist denn das da oben? Irgendeinen Schalter habe ich noch nicht verwenden können, ne? Ich weiß nicht. Mein letzter Safe ist halt auch schon ein bisschen lange her, ne? Schon ziemlich cool. Machst du jetzt noch was mit Programmieren, oder? So hobbymäßig. Achso, an Moto ging natürlich die Frage. Sie bewegt sich nicht. Was macht denn der Erklärbär da? Ach, der hat's runter. Ah, der hat das Tiki-Dingens runtergeholt. Okay, cool. Ich glaube, der Sound bleibt wohl erstmal. Sieh sich einer das an. Noch eine Tiki-Statue. Ebenfalls mit merkwürdigen. Wow! Dürfen wir uns noch ein bisschen anhören, würde ich sagen. Aber das mit dem Speichern ist mal ein ganz guter Hinweis. Sollte aber spätestens im nächsten Level weg sein, hoffe ich. Oh Gott, oh Gott. Irgendetwas stimmt hier nicht. Meinst du? Meinst du wirklich? Ah, shit, ey, wir werden so rennen müssen. Ih, der kommt hier lang. Wieso ist denn der Stein abgewogen? Wieso ist denn der Stein abgebogen? Ist ja witzig. Ich wollte kurz noch lesen oder so und denke mir so, okay, dann oder nicht. Dann halt nicht.
Und ganz hinten müssen wir dann springen. Ja. Das stimmt hier nicht. Ja, ja, ja. Das ist nicht mein erster Felsen. Nein! Das war ein Schritt zu viel. Einfach drufter. War einfach drufter. Ist okay. Ah, da, da, da. Ich könnte auch da vorne mal. Nachdem er mit seinem Stimmt nicht fertig ist. Irgendetwas stimmt hier nicht. Ne? Sehe ich genauso. Versucht. Selten hobbymäßig eher höchstens, wenn du Basteleien auf dem Server. Ach nee, das ist halt auch nichts für mich, ne? Der Peitsche in der Hand gestorben. Ich hab's versucht, ja. Na, irgendwie so den richtigen. Ja, ich brauch da immer ein bisschen länger, ne? Er hat geschlängelt. Konnte nichts werden. Ja klar. Ich brauche hier noch ein bisschen. Tempi von Palawan. Ich komme hier auch nicht wieder zurück, oder? Nee. Um Gottes Willen. Scheiße. Ich habe kurz überlegt, ich springe einfach zurück und dann wieder zurück und dann wieder zurück. Oh, klappt das so? Vielleicht mit Rolle. Rolle vorwärts. Nee. Oh. Jetzt ist er nicht mehr gesprungen. Eine neue Idee jetzt so? Okay, ich darf nichts drücken. Er rennt einfach und er rennt richtig. Ich vertraue auf dem Indie. Auf den Indianer. Sein letzter Peitschenhieb. Nee, kann ich nicht. Also, meinst du, der geht da ringsrum? Der erwischt mich. Der erwischt mich da. Ha. Blender, Firefox, Synthesizer. Ach, praktisch. Ist gut. Nee, der zimmert einen da, glaube ich, genau weg. Ich muss aufhören, ihm nicht zu vertrauen. Er schafft das. Er schafft das wirklich. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Vielleicht da ganz links oder so. Vielleicht bleibe ich einfach hängen. Vielleicht gehe ich kurz hoch und lasse mich wieder runterhängen. Das reicht vielleicht auch schon. Um ihn auszutricksen. Guck mal, viel bessere Idee. Auf jeden Fall geklappt. Ah, ist aber auch genügend Zeit dafür. Er geht nicht weiter nach vorne. Ach, das ist zum Hochziehen. Das ist gar nicht. Oh mein Gott, ich hab's auch jetzt erst gecheckt, ne? Ja, ist immer Perspektive, Kamera, das arbeitet alles gegen einen. Ich hätte schwören können, ich könnte mich dran rüberziehen oder so, ne? Ikonische Sounds. Und dann hört man einfach nur dieses Gerömmel da im Hintergrund. Ich bin drüben. Bin einfach drüben. Mann, bist du blöd. Du sollst auch immer deinen Verstand benutzen. Komm, ich muck die dat. Ist ja nicht gesehen, ja? Wie du das muckst hier. Stirb, Spinne!
Die wollte schon abhauen wieder. Gold! Was haben wir denn hier? Gold! Nein, nicht. Sorry, jetzt wollte ich wirklich nur hier ins Menü. Ich bin schon so auf der Karte fixiert alles, ne? Ah, da kommt einer. Ich renne jetzt einfach. Sieht auch überhaupt nicht shady aus hier. Das ist ein grünes Grat, aber da kriege ich bestimmt eine Klatsche ab. Die will ich nicht geklatscht kriegen. Ich schaff das. Oh! Wollte ich hier hin? Wollte ich hin, ne? Mehr Glück als Verstand einfach. Oh mein Goodness. Danke, danke, danke. Hm? So ein Glückstreffer hin und wieder lande ich auch mal. Nee, das ist einfach nur ein Bug. Ich hoffe, ich bin irgendwie gleich durch, dass was Neues kommt. Also entweder das Level kommt ein neues oder ja, ne? Mal gucken. Ich setze jetzt hier die Statuen ein. Wir müssten doch langsam mal das zweite Artefakt finden, finde ich. Ja, das müsste doch jetzt mal kommen. Ist das eigentlich egal, wie rum? Stimmt, ne? Einfach rein da hier. Zack, zack. Passt. Ja, dann stimmt doch alles. Naja. Das war dasselbe Geräusch. Sind wir denn bald durch mit dem Level? Hey, cool, Gold. Ich bin gleich wieder tot. Wie viele Schätze haben wir denn schon? Wir haben 6. Ja, so 10 Minuten. Ja, dann machen wir das noch. Ist beim nächsten Mal hoffentlich auch der Sound weg. Also ich gucke mir noch das nächste Level an. Ansonsten muss ich wahrscheinlich Sounds austauschen oder so. Mal gucken. Mit Persönlichkeit. Ob dieser Kerl erhöhte Temperatur hat, ich persönlich halbe Stunde? Nicht reizbar, wenn ich Fieber habe. Ah, werde ich aber auch, du Junge. Junge, Junge, Junge. Wenn ich den schon sehe. Leicht reizbar ist da gleich ein bisschen untertrieben, du. Ach, schön, dass er einfach abgetaucht ist und mich gar nicht dauerbeschießt. Ich dachte schon, das wird so wie beim anderen Kerl. Ach Gott, ich habe nichts gesagt. Meint ihr, lässt mich da nicht rüber, weil er so ein bisschen fieser ist? Huch, warum fällst du runter? Wann machst du denn? Was ist der Ruf? Ja, ja, ja. Ich habe auch genau einen Plan, wo ich gerade hin möchte. Nicht so wirklich. Dahin. Nicht dahin. Oh mein Gott, großer Junge. Schießt er doch nach mir. Ist der gemein oder was? Das ist wunderschön. Oh. Ja, wenn man hier länger überlegt, ne, dann sieht es halt so aus. Ich hoffe, ich renne es nicht in ihn rein. Oh Gott, was... Was macht er denn? Okay, da vorne sitzt er aber immer schnell. Okay, ist ja witzig. Ist ja witzig. Oh mein Gott. Ich glaube, ich will da nur mal ganz kurz hoch. Er kann das bestimmt, ne? So einen Schatz mitnehmen. Hey. Dann haben wir immer 7 von 10 Schätzen. Ja, eine Statue. Nö, nicht dahin. Da muss ich doch jetzt lang. Er ist abgetaucht. Okay, na, wenn du meinst, du musst da lang, dann ja, geh ich halt hinten hoch.
Der Boss ist hoffentlich weit weniger frustrierend als erste. Ja, bisher geht's eigentlich voll klar. Wenn er hier und da auftaucht, ist das völlig in Ordnung. Kann ich mit umgehen. Dass ich nicht springen kann, ist halt was nie anderes, ne? Aber... Das sind kleine Feuerdings, die auf mich raufgehen. Die sind ja niedlich. Oh mein Gott. Wenn dieser Boss nicht so niedlich wäre, ne? Schon ein bisschen knuffig. Kann ich ihn irgendwie abkühlen oder sowas? Ich schnapp mir einfach das Artefakt, ne? Na klar, machen wir ab. Nutze deinen Geist, wo Augen nicht von Nutzen sind. Jetzt weggepackt. Das Unsichtbare ist unaufhaltsam. Ich nehme das mal mit, ne? Danke. Danke für alles. Kann ich abkühlen? Ich sag mal nichts. Okay. Ah, das war zu sehr an die Edge. Ups, 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 ups. Ups, 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 ups. Ich dachte eigentlich, ich wollte das, den Gegenstand benutzen, um ehrlich zu sein. Und dann war es halt so, oh, ich gehe einfach runter. Ist ja ein guter. Ich lasse ihn jetzt einfach mal machen. Oh, hüpf. Ja, ja, ich dich auch. Ach nein, das war schon wieder so knapp. Ach Mann. Stein mag mich nicht besonders. Selbe Stelle hier. Wie war der Hinweis? Irgendwas mit Augen sehen? Nix? Hat sogar voll daneben getroffen. Quick Save hier. Quick Save da. Es tut mir voll leid wegen dem Geräusch, ne? Aber so langsam überhöre ich es auch. Guck, jetzt hat das Bett schon her. Nein, 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 nein. Oh, jetzt ist er wieder. Durchgedreht. Die Soundbugs werden immer schlimmer. Macht einfach Ton aus. Passt. Ja, eben. Immer fällt das gar nicht mehr auf. Da kommt einfach mal Wasser dazu. So, da ist jetzt ihmchen wieder. Wie erkläre ich ihm jetzt, dass das jetzt nicht mehr geht mit uns? Kann man die nicht kombinieren? Wow. Nein! Okay. Gibt's so Ambiente bei oder so? Ja, ja. Gott, ich bin direkt vor ihm verschwunden und er denkt sich halt auch nichts dabei, ne? Doof muss man sein. Bin fast draußen. Ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das. Mal Stein von der Decke und ich bin tot oder so. Viel schlimmer. Ja, kleiner erwischt mich einfach am Ende. Mit meinem Aim sowieso. Wir gewonnen! Ich hab den Schatz! Ich hab endlich den zweiten Schatz von vielen, waren das, ne? Wir wissen aber noch gar nicht, wo es jetzt eigentlich wieder hingeht. Kann ich ein Boot rufen? Kann ich Sophia rufen mit Helikopter oder so? Oh nein! Oh nein, Bibi. Nein, nicht abkühlen. Du
War eigentlich voll niedlich. Mochte ihn. Ja, Rip Lavamann. Rip alle Fische in diesen. Oh, hier war gar nichts drin. Evermind. Hat sich erledigt. Ich will wieder rüberspringen, ne? Oh, das krieg ich doch wieder nicht gebacken hier. Rutsch ich doch wieder nur ab. Langsam, langsam, langsam. Vertraue immer auf den Hut. Der Hut zeigt dir den Weg. Diese Bud Spencer-Schelle gleich wieder ab hier. Tschüss. Ich habe kurz geguckt. Ich glaube, da kommen wir wahrscheinlich nur wo raus, wo wir schon mal waren oder so. Ist mir auch egal. Ich will einfach nur gehen. Ich gehe jetzt nach Hause. Mal hinlegen, ein bisschen ausruhen von den ganzen. Meine Güte! Das war's. Mein IQ von 21. Hm? Diese Granaten. Amazing! Brauchen wir irgendwas? Wir haben noch 6 Gegengifte, 6 Heilkräuter, 3 kleine Pflanzen. Oh mein Gott, das ist ja fertig, ja. Fertig. Verlassen. 100 ist, glaube ich, wenn du alle Schätze findest. Und ich habe auf Karte gestellt und Sophia, viel mit Karte gemacht. Turner. Oh ne, 50. Ne, oh mein, sorry. Ich habe nichts gesagt. Hatte ich nicht schon mal mehr gehabt? 75 oder so? Wo sind denn alle hin? Waren die Russen wieder da oder was? Das, ne, das Geräusch ist weg. Ganz gut. Level 7 kommt jetzt, ne? Nee. Wir hatten gerade Level 7 gemacht. 10 Level stehen noch an. Das ist 21 gar nicht so schlecht. Ja, ich habe halt, wie gesagt, vielen die mit der Karte gespielt und so. Ja, ja, ja. Nice, nice, nice. Dann geht's wieder frisch mit dem nächsten, der wir beim nächsten Mal weiter. Aho! Achso. Man irgendwie beenden eigentlich? Ganz offiziell?